Ja, und dann hallo zu der 11. Folge der 40-teiligen Reihe über Bruce Lee und die ganzen Verbindungen zur Historie, zur Geschichte, zur Politik und zu Dingen, die uns noch über den Weg laufen werden. Diese Folge ist benannt Uncle Sam, zu Deutsch Onkel Sam, und damit ist natürlich das amerikanische Militär gemeint. So, und mein Aufruf an alle ist einfach, macht eure eigene Recherche. Es wird in Zukunft nicht einfacher, sondern im Gegenteil schwieriger werden. Denn ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden aus der Standard, wo drauf steht, dass also EU-Digitalkommissare möchten also dann, um die sozialen Unruhen dann halt einzudämmen, den Kontakt auf sozialen Medien einschränken. Natürlich alles nur zu unserer Sicherheit. Also Plattformen wie Twitter oder TikTok könnten komplett geblockt werden. Unter einem digitalen Service Act sagt die oder sagt der EU-Digitalkommissionär oder Kommissar. Ihr könnt also jetzt euch lebhaft vorstellen, dass die Zensur immer weiter fortschreitet. Und damit sind wir natürlich dann beim George Orwell Wahrheitsministerium von 1984. Und wir sind ja schon weit an 1984 vorbei. Wir sind ja schon bei 2024 fast. Oder zumindest sind wir schon bei 2024 wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt. Ungefähr. Und ich wünsche niemandem ein frohes neues Jahr, denn das Jahr beginnt im März. Ne? November heißt 9 und Dezember heißt eben 10 und eben nicht 12. Also das ist ein anderes Thema. Denn der Geist des Antichristen, der steht im 1. Johannes 4, der ist auf jeden Fall schon damals in der Welt gewesen, als Jesus Christus hier war. Und das ist jetzt schon gut 2000 Jahre her. Von daher könnt ihr euch mal vorstellen, wie da so alles da draußen aussieht. Das ist eine Lüge, ein Lug und Trug. Und ich muss jetzt, glaube ich, nicht hier den Bibelvers auch noch einspielen hier. Ich versuche ja, das jetzt irgendwie noch einigermaßen zeitmäßig hier hinzukriegen mit den ganzen Übersetzungen. Ja, und wie Brett jetzt hier sagt, mein amerikanischer Kollege Brett Norman, es ist also essentiell wichtig, die Bibel zu kennen, um halt auch wirklich eine Grundlage, ein Fundament zu haben, um alles andere dann halt daran bemessen zu können. Man muss ja irgendeinen Maßstab haben, muss ja irgendwelche Regeln haben, die es da gibt, ne? Ansonsten, wenn alles geht, ne? Also die absolute Toleranz, das ist dann auch die Toleranz gegenüber dem Bösen. Und das ist natürlich dann, ja, ich will jetzt nicht Thomas Mann zitieren, der kommt nämlich auch noch in dieser Lesung vor, also nicht in dieser jetzt, aber in dieser Reihe auf jeden Fall vor. Aber das ist auf jeden Fall dann schon so eine Sache. Wenn alles geht, ne? Wenn es keine Grenzen mehr gibt, ne? Wenn alles erlaubt ist, ja, dann darf jeder jeden umbringen oder irgendwas anderes machen. Ne? Es gibt eigentlich auch nur zwei Geister, reine Geister und unreine Geister. Der einzige reine Geist, der hier ist, Singular, ist der Heilige Geist, den Jesus hier gelassen hat. Und alles andere sind unreine Geister. Und damit natürlich dann auch gefallene Engel und wie man die alle beschreiben möchte. Vielleicht einigen wir uns einfach mal auf Geister, die andere Menschen beeinflussen können, so nach dem Motto, dass ja, man nicht sich nicht an irgendwelche Gebote halten müsste, was natürlich Unfug ist. Die 10 Gebote, wenn wir die wirklich zur Anwendung bringen würden in dieser Welt hier, 2. Buch Mose, Kapitel 20, dann würde es ja wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber die Leute wollen ja halt einfach ihren Spaß und haben und niemandem gehorchen. Deswegen sieht diese Welt ja auch so aus, wie sie aussieht. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er jetzt kommt, na, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und ich meine, für diese Reihe, wo es sich jetzt hier um sogenannte Stars geht und Vorbilder, Idole und so weiter und so fort, jetzt hier nochmal ein Beispiel von Bruce Lee, da ist es natürlich ein Idol für die Welt, ja, für die Menschen, die halt eben nicht an Gott glauben. Jesus Christus ist hier benannt, ja, aber Bruce Lee war zwar auf einer katholischen Schule und war zwar auf einer Jesuitenschule oder Jesuitenkolleg. Ja, mich rührt jetzt ja gerade mit meinem amerikanischen Freund Brett Norman, dass also der Sabbat, der Samstag, der Landläufige hier ein sehr, sehr wichtiger Tag ist, dass man sich da mal wieder besinnt, wo man eigentlich herkommt und wo man hingeht und warum man hier ist. Und ich habe damals immer den Sonntag wirklich überhaupt nicht gemocht, diese ganzen Riten und alle mussten sich total ruhig verhalten und ich fand den Sonntag immer schon irgendwie schrecklich. Sehr seltsamer Tag. Ich bin lieber am Samstag dann unterwegs.
So, ihr wollt ja mehr wissen über diesen ganzen Fall von Bruce Lee und warum der jetzt wirklich so unglaublich wichtig ist, weil der mir Links gelegt hat zu anderen Geschichten. Hier sehen wir ja beispielsweise in einem Bild den Anschlag auf Präsident Lincoln, auch von links ausgeführt, hinter dem Mann, also von der linken Seite. Interessant, ne? Wenn man das mal mit dem anderen amerikanischen Präsidenten vergleicht, dessen Namen ich glaube ich hier nicht nennen muss. Ja, also aus nächster Nähe ist der Herr Lincoln da erschossen worden. Ist ja schon mal aufgefallen, dass es in einem Theater passiert ist? So, und man weiß ja zumindest nach dem Ausspruch hier von dem Attentäter Sic Semper Tyrannis, also das geschieht mit den Tyrannen, dass wenn jemand in Amerika einen lateinischen Ausspruch bei der Ermordung, bei dem Anschlag auf einen amerikanischen Präsidenten ausstößt, ich meine, dann ist ja nicht Rom allzu weit, oder? Wenn man sich dann noch die Hintergründe anguckt, hier die Assassination of Abraham Lincoln und wie das alles heißt, die ganzen Bücher, die es da gibt, Burke McCarthy und so weiter und so fort, kann man sich ja angucken, gibt es ja andere Serien von mir drüber, dann sieht man ja einfach schon, dass Rom dahinter steht. Und das passiert in einem Theater und das Theater ist sozusagen Jesuitentheater, das ist dann die Ablenkung für die breite Masse. Also ist schon interessant, dass er in einem Theater erschossen worden ist, in der Loge und der Beschützerdienst, also der Geheimdienst, der ihn eigentlich beschützen sollte, Pinkerton, das sind Freimaurer gewesen. Die haben ihn aber dann nicht beschützt. Ne? Also gibt es auch da einen Freimaurer-Hintergrund bei dem Anschlag auf Lincoln. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich wollte es halt einfach nur mal benennen hier, dass man also wirklich sieht, guck mal hier, da stehen ganz andere Dinge hinter als nur ein einsamer Attentäter. Ne? Das hat ganz andere Hintergründe. Das hat natürlich religiöse Hintergründe hier auch. Ja, und das ist das genau das Problem, wenn du gewisse Themen ansprichst, jetzt hier beispielsweise auf die letzten 2-3 Jahre, dann kann das nicht gesendet werden. Ne? Also da müssen wir also ganz scharf aufpassen und deswegen rede ich also lieber über Sachen, die schon ganz lange her sind, wo man vielleicht dann vielleicht mal Parallelen ziehen sollte zu gegenwärtigen Ereignissen. Und wir reden ja jetzt hier gegen das ganze System, also diese ganze Matrix, die jetzt hier seit Tausenden von Jahren läuft. Die ist natürlich dann ziemlich schon perfekt, ne? Ja, und du musst mal überlegen jetzt, also dieses Theater ist eine Erfindung der Jesuiten und die haben halt diese magische Laterne und so weiter, das ganze Schauspiel und so weiter haben sie da jetzt überhaupt erstmal an die Leute gebracht, um die Leute halt einfach zu unterhalten, also unten zu halten mit irgendwelchen Lügnern, die da auf einer Bühne stehen. Ist ja leider so, Schauspieler sind halt immer Lügner. Und also jetzt blende ich das hier gerade ein. Und man sieht also da auch wieder, das passiert sogar in einer Loge. Also er sitzt da natürlich ganz oben, ist der amerikanische Präsident. Und ja, der Begleitschutz funktioniert in dem Moment nicht. Ne? Genau in dem Moment oder genau zu dem Zeitpunkt, wo dann Attentäter kommt, ne, da ist dann der Begleitservice, die Pinkerton-Detektive, die Freimaurer sind da nicht da. Ja, und jetzt haben wir hier mal die Muppets, also hier Statler und Waldorf, auch in der Loge, ne? Die lästern jetzt über irgendwelches Spiel ab, was da unten auf der Bühne der Muppets-Show dann stattfindet. Die sind da schon älter und greise oder weise oder wie auch immer und die lachen sich darum kaputt, was da unten stattfindet, ne? Weil es muss ja einen Grund haben, warum die in der Loge sitzen, ne? Das ist aber jetzt nur so ein lustiger Beigeschmack von der Muppet-Show. Ich glaube, da hängt viel mehr hinter, dass die Leute, die in gewissen Logen drin sind, die in gewissen Verbänden drin sind, dass die halt einfach viel mehr Wissen haben und genau wissen, dass das, was die normalen Menschen unten im Publikum dann zu sehen bekommen in der Muppet Show, ja einfach nur alles Theater ist und die wahren Hintergründe und die wahren Agenten dieser Welt halt einfach gar nicht preisgegeben werden, damit man die rücksichtslos durchsetzen kann. Also das sind also erhöhte Menschen, ne? Supreme Beings, ne? Die stehen ja höher als andere Menschen. In der Bibel sagt uns Jesus ja, dass wir uns nicht erhöhen sollen über andere. Ne? So was passiert jetzt mit jemandem, der in der Loge sitzt, der ist erhöht. Und deswegen sage ich ja, da gibt es auch eine Agenda hinter Bruce Lee. Deswegen habe ich ihn jetzt hier unten eingeklebt. Ja? Da gibt es auch eine Agenda hinter Bruce Lee. Und wir werden uns Stück für Stück die Sachen angucken, was dahinter stecken könnte. Und zum Schluss könnt ihr auch gerne eure eigenen Schlussfolgerungen machen. Aber ihr werdet zumindest meine Schlussfolgerung dann begreifen. So, und Statler und Waldorf sind benannt nach den Statler und Waldorf Hotels. Waldorf Astoria, ne? Wir erinnern uns noch an die prominenten Menschen, die auf der Titanic umgekommen sind, ne? Da war nämlich ein Herr Astor dabei.
Ihr seht ja mal die Hotels, die dazugehören. Das sind also dann die reichen Menschen, die dann übergeordnete Menschen sind, die eben sich alles von oben angucken. Na, vom Statler Hilton und Waldorf Astoria, deswegen heißen die Statler und Waldorf. Ja, und jetzt kommen hier die Muppets ins Spiel, hier für die breite Masse, die einfach nur irgendwie Spaß machen, damit die breite Masse nicht in die Verlegenheit bekommt oder nicht ins Nachdenken geht und einfach nur die nächste Comedy-Show anguckt und den nächsten Bauchredner und das nächste Konzert und so weiter. Das alles nur Ablenkung, damit die Leute auch bloß nicht lesen und bloß nicht die Bibel. Ansonsten würden sie ja dann irgendwann vielleicht, wenn Gott das möchte, wirklich begreifen, was hier abgeht. Und ich bin ja froh, dass wir jetzt immerhin schon einen harten oder einen festen Kern haben von Menschen, die sich das jetzt hier angucken. Nochmal, diese Muppets hier sind jetzt nicht einfach nur so da, sondern alles, was im Fernsehen läuft, ist letzten Endes unter der Kontrolle von Rom. Das haben wir ja schon gesehen bei dem 1963er Inter Mirifica, glaube ich, ein Edikt ist das vom Papst, dass denen also alles gehört, was mit Rundfunk und Fernsehen alles zu tun hat. Und das ist jetzt hier gestartet worden, damals von Frank Oz. Ne? Also wie der Zauberer von Oz, von Frank Oz. Und auch Jim Henson. Und ihr könnt euch natürlich mit Fug und Recht überlegen, ob das nicht irgendetwas noch mit irgendwelchen anderen geheimen Gesellschaften zu tun hat. Und die machen nämlich die ganze Zeit Werbung für Horror, für Alice Cooper, für LGBTQ und so weiter und so fort. Dafür ist das dann natürlich dann da, um die ganz jungen Geister oder die ganz jungen Menschen dann da zu beeinflussen und zu manipulieren. Das ist alles nur Propaganda. Ja, die Muppets, ne? Muppets, Wizard of Oz. Also ich meine, es ist ja überall. Sehr unfassbar, ist überall. Ja? Miss Piggy mit ihrem Pentagramm hier, da oben. Ja, es ist immer dasselbe, ne? Wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich immer dasselbe. Auf der Yellow Brick Road, das ist dieses bekannte Album auch, also jetzt nicht nur die gelb gepflasterte Straße in dem Zauberer von Oz, das natürlich alles mit Hexerei, mit Hellgrün ja zu tun hat im Hintergrund, aber auch natürlich dieses bekannte Album von Elton John. Und geschrieben hat das jetzt hier jemand von der Theosophischen Vereinigung und das sind natürlich alles Luziferianer und ich meine, es ist überall dasselbe. Es ist alles nur für die Kinder, damit die halt dann sagen, oh, guck mal, ah. Ja? Und mit der Loge, mit der Ermordung von dem amerikanischen Präsidenten eben in dem Ford-Theater, was jetzt nichts wiederum mit dem Autobauer Ford angeblich zu tun hat, der auch wieder Freimaurer war, das erinnert mich hier an die Szene in der Loge, in dem, find ich zumindest, in dem unglaublich faszinierenden Film von Alfred Hitchcock, ein jesuitentrainierter Filmregisseur, der immer so Horror und Psycho-Sachen gemacht hat. Daran weiß man aber auch schon wieder, an seinen Früchten werdet ihr sie erkennen, was der Mann für ein Früchtchen ist. Und das ist ein 1935er Film in Schwarz-Weiß, die 39 Stufen. Und Stufen gibt es auch bei den Freimaurern zum Beispiel. Hitchcock war beim St. Ignatius College gewesen in London, also Ignatius Loyola. Und deswegen ist er natürlich jesuitisch erzogen worden. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was der Mensch alles so dirigiert hat, Psycho und die Vögel und Marnie und so weiter, also alles ganz, ganz, ganz viel Tod und all so ganzen Sachen dabei. Hitchcock sagt, dass er doch ganz, ganz wichtige Dinge gelernt hätte, ein Gefühl von Furcht und wie man realistisch ist und jesuitische Reasoning Power und jesuitische Überzeugungskraft, Disziplin und solche ganzen Geschichten. Diese Geschichte von den 39 Stufen haben wir ähnlich bei der Freimaurerei mit 33 Stufen. Ne? Die Stufe, die dann auf eine Pyramide führt, wo der oberste Stein eben nicht drauf ist. Der oberste Stein der Pyramide, bevor der wohl steht, da darf ja jeder selber mal drüber nachdenken. Jetzt geht's weiter. Dieser Roman wurde ursprünglich geschrieben von John Buchanan. Der ist aber nicht irgendjemand, sondern der Lord Tweeds Muir. Er könnte also zu Recht da erraten, dass der Mann irgendetwas mit dem Großbritannienreich zu tun hat. Und das stimmt. Der war GCM und so weiter, der war so adelig. Ja, Großkreuz
von St. Michael und St. Georg, Großkreuz des Viktorianischen Ordens und ganz wichtig hier Privy Council, das heißt, der Mann hat Zutritt zum Königshaus. Könnt ihr euch mal vorstellen, also das sind keine normalen Autoren und keine normalen Menschen, die jetzt da sich irgendwelche Agentengeschichten aussuchen, denn die 39 Stufen ist ein Agentenroman, so ähnlich wie vielleicht Indiana Jones oder so oder James Bond halt. Ne? Er hat eben genau diese Geschichte geschrieben. Der hat gearbeitet im britischen Kriegspropagandabüro. Und Propaganda, da muss man sich ja dann nur noch den Wortursprung angucken. Ja, Propaganda heißt ein Komitee von Kardinälen, die eben beauftragt sind mit Auslandsmissionen der katholischen Kirche. Und damit heißt es dann auch ein Aussenden von Jesuiten, weil Mission heißt auch wieder ein Aussenden von jesuitischen Agenten. Ne? Das hat damit zu tun, dass man eben andere Staaten infiltriert und sich dann Informationen besorgt, die eben dann der Kurie, der Kirche, dann wieder nützen. Wer das nicht glaubt, bitteschön. Mission, ja, ein Aussenden als Agenten von Jesuiten. Und später, nach dem Wahrpropagandabüro, ist er sogar zu dem Army-Hauptquartier, Intelligence Section, also Intelligenzsektion, zu Deutsch also Geheimdienst gegangen und so weiter. Also von daher war der sogar zweiter Leutnant in Geheimdienst. Also das sind alles keine Leute, die nur Fiktion schreiben, ne, wie uns hier Wikipedia erzählen will. Das sind Leute, die im Geheimdienst gewesen sind, zumindest offiziell. Abgesehen davon ist der Mann ja auch adelig. Also der hat so noch ein ganz anderes Informationsniveau als wir. Wenn man eine Organisation die 39 Stufen nennt in Großbritannien, dann ist halt der Gedanke nicht weit, dass es sich da nicht nur um eine Geheimgesellschaft handelt, sondern um eine, die mit einem hierarchischen System arbeitet. Und dann wäre man natürlich unter anderem beim schottischen Ritus, was natürlich gut interessant ist und sehr wahrscheinlich ist, denn unser Protagonist hier, der Mensch, der jetzt hier der Held ist, der Henney, der flüchtet dann nach Schottland. Zufälle gibt's. Mhm, das sind die 33 Steps. Also können wir annehmen, dass also entweder dem Autor die Freimaurer bekannt waren oder aber, dass er da was mit zu tun hatte oder aber, dass es da vielleicht auch in den Freimaurerrängen etwas Höheres oben weiter drauf gibt, denn oben ist ja auch noch ein bisschen Platz, ne? Also hier ist oben, da. Wobei wir dann wieder bei der Loge gewesen wären, die jetzt auch hier bei den 39 Stufen etwas zu tun hat, ne? Und auch bei dem Film Die 39 Stufen von dem Herrn Jesuiten Hitchcock, da wird auch noch eingeblendet New Scotland Yard. Ne? Also da sind wir dann schon wieder bei der Polizei aus Schottland, ne? Beziehungsweise Neuschottland. Das neue Schottland oder der neue Yard oder die neue Abteilung. Hat irgendwas mit Schottland zu tun, aber der Mensch, der alles weiß, heißt Mr. Memory, also Herr Gedächtnis. Und so einen gab es tatsächlich, der hieß dann Datas, The Memory Man. Menschen, die vielleicht irgendwelche komischen Science-Fiction-Serien kennen, werden jetzt wohl stutzen. Also der hat jetzt alle möglichen Sachen jetzt immer auswendig gelernt und konnte die dann rekapitulieren. Der eigentliche Mensch hinter Datas, also kommt natürlich von Daten, heißt dann John Bottrell. Geboren 1875 und er hat angeblich dann sein Gehirn verkauft für $2000. Aber hat dann wohl die Ärzte überlebt. Er war halt die Inspiration von Hitchcocks Mr. Memory. Das ist sein Grab. Das ist IHS auf seinem Grab. Und wenn man das sieht, dann weiß man, aha, Jesuit. Interessant. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum der Hitchcock jetzt den Herrn Bottrell bzw. Datas oder seinen Mr. Memory in seinen Lieblingscharakteren hat. Ne? Aber es ist natürlich alles ein großer Zufall. Brett lacht sich hier gerade steckig im Hintergrund. Er sagt also hier, guck mal hier, Satan hat wieder so seine Spur hinterlassen.
And that guy had a visual memory, so let's say he was trying to remember the Great Fire of London. He remembered 666, oh, sorry, 16. Ja, er hat beispielsweise immer rekapitulieren können, so Namen und Jahreszahlen und so. Beispielsweise das große Feuer von London in 1666. Ah, 1666, da gibt es ja auch so einen angeblichen Keskekevi-Act, aber jetzt nicht. Ja, und dieser Mr. Memory, der jetzt hier dargestellt wird, ist natürlich dann Datas und der hat ein Grab, wo ein Jesuiteninschrift drauf ist. Also wir drehen uns jetzt die ganze Zeit hier immer im selben Jesuitenkreis. Die menschliche Wikipedia, der menschliche Almanach. Mhm. Kennt ihr auch mal diesen Data, deswegen meine ich eben Science Fiction, aus Star Trek, ne? Oder wie heißt das jetzt hier zu Deutsch? Ich kenne das nur als Star Trek. Raumschiff Enterprise, das heißt es nicht mehr, ne? Das hieß es früher irgendwie, ist auch egal. Auf jeden Fall, der hat also computerähnliche Fähigkeiten, ne? Er kann nicht wirklich so Emotionen fühlen und so, aber vielleicht ist das ja so das, was die Menschen dann so erkennen sollen in der Zukunft als künstliche Intelligenz. Der dann so tut, als wenn er menschlich wäre und Gefühle hätte. Aber eigentlich ist das nur ein Computergehirn, der dann einfach nur alle Sachen ausspuckt, die man in ihn reingesteckt hat. Ne? Data. Not with an S, but data. Also ohne S diesmal. Also hier sind wir schon mitten im Transhumanismus, obwohl er ja umgekehrt ist. Also er soll ja Gefühle lernen, er soll ja also nicht jetzt irgendwie als Mensch umoperiert werden, sondern naja, ist auch egal. Der war dann so der Nachfolger von Spock, der mit den Riesenohren. Der Herr Spock, ne, der dann diese Geste macht, der Vulkanier. Vulkan übrigens ein alter Gott der Römer dann auch gewesen. Und das hat natürlich auch was mit den Teufelshörnern zu tun. Da sind wir dann ganz, 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 ganz nah dran bei den Grüßen, die der Bruce Lee dann immer so hochhält. Nach dem Motto Peace, Bro. Ja, das ist also der Sieg von Satan, ne? Satans Victory. Ja, und das erinnert mich natürlich auch sehr stark hier an das Tarot mit dem Pentagramm, dem Teufel, der dann so Mann und Frau dann so angebunden hat und der jetzt hier materiell auf der Erde herrscht und der wird jetzt hier auch als geflügeltes Wesen dargestellt, also der kommt von oben und ist jetzt hier als Ziegenbock, als Sündenbock, als Goat von Mendes beispielsweise auch dargestellt. Und der macht auch diesen komischen Gruß, ne? Sieht zumindest weit entfernt so aus. Thing is bound in the materialism is bound to Satan here. And by the way, did you see that hand gesture here, which is exactly the same hand gesture at the Venusian salute from Mr. Spock? So Mr. Spock. Could you zoom in? Could you zoom in on that just a little bit, Michael? Thank you. Yes. I thought I had it. Thank you. Yeah, that helps. Wow. Huh? Indeed. Yes. Yeah, you see these raised eyebrows, you see this sharp, everything resembles here a goat. Huh? So, die Teufelskarte bestellt nämlich auch den Teufel an mit dem ursprünglichen Ziegengott Dionysus, der auf seinem Thron sitzt und über Männlein und Weiblein herrscht. Die Männlein und Weiblein, also Menschen, sind dann eben verführt durch die materielle Welt und physische Vergnügungen. Ja. So, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum ich das genau hier in dem Zusammenhang, in dem Kontext mit Bruce Lee benutze. Hier die materielle Welt und physische Vergnügungen. Das geht ja bei Bruce Lee ja zwar nach außen hin so ein bisschen um Philosophie, aber eigentlich geht es ja um Kampfkunst und damit halt um, wie man halt am schnellsten einen Gegner jetzt da besiegt. Ne? Materielle Dinge, klar, ne? Bruce Lee 10 Millionen und ja, Luxusgüter, Luxusklamotten und dann auch Luxusauto und so weiter, darum geht's. Ne? Er möchte ja dann Steve McQueen übertreffen. So, und so wird halt der Teufel oder seine Anbeter, sozusagen seine Anhänger, die werden immer versuchen, die Menschen auf ihre Seite rüberzuziehen, dass die Menschen halt den Mammon anbeten. Ne? Ganz viele Videos, die ich immer sehe, wo Leute so Lamborghinis dann fahren, die dann so Leute erzählen, dass sie dann die tollsten Anlagestrategien hätten. Also es geht sich nur um Geld überall. Damit um Mammon, ne? Und dann geht es natürlich los, dass also Leute sagen, der war gar nicht menschlich, der war also übermenschlich, ne? So, wenn du jetzt davon ausgehst, dass es Leute gäbe, die da so besonders viel Gehirnkapazität hätten, dann kannst du dir vorstellen, dass es auch in Zukunft eventuell irgendwelche Updates gibt, Nanotechnologie oder irgendwelche Schnittstellen. Und frag mal Elon Musk, der kennt sich damit aus.
tut zumindest sowas, wenn er sich damit auskennen würde, und hat da so einige Firmen über Neuralink, und ich habe mich da jetzt gar nicht großartig mit beschäftigt, ich wollte es halt einfach nur mal sagen. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, dass es da auch Menschen geben wird, die heute uns erklickern wollen, dass wir also upgedatet werden müssen, ob jetzt psychisch oder halt physisch, damit wir dann halt so schnell sind wie Bruce Lee, so stark wie Arnold Schwarzenegger und so schlau wie Mr. Spock oder wie Data oder Mr. Memory oder wie auch immer. So, William Casey, Führer, CIA-Direktor, sagt, wir wissen, dass unser Missinformationsprogramm dann vollständig ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, eben falsch ist. Aber Disinformation heißt also Lüge. Das heißt, wir wissen, dass unsere Lügen vollständig sind, wenn alles, was das amerikanische Publikum eben glaubt, eben falsch ist. So, und der Teufel ist eben ein Lügner und der Vater desselben in Johannes 8,44. Und wenn Jesus die Wahrheit erzählt, dann glauben sie ihm nicht, weil sie natürlich dem Vater der Lüge anhängen und deswegen alles das so glauben, was da jetzt so vor sich steht. Ne? Frage ist jetzt, wir hatten ja unser Beispiel jetzt hier, wo Bruce Lee ja ein bisschen involviert ist, weil er auf der Beerdigung gewesen ist von Sharon Tate und weil er auch ein Verdächtiger gewesen ist im Mordfall um Sharon Tate, der ganzen Manson-Familie. Die Zeitschriften überschlagen sich da jetzt mit Ritualen, mit Ermordungen, mit Sadisten, mit Satanisten und so weiter. In der letzten Folge habe ich ja schon mal so einen Ausschnitt gezeigt aus Sharon Tate, 1966er Film, glaube ich, war das Eye of the Devil, Auge des Teufels, wo sie dann fragt, do you believe in magic? Also glaubt ihr denn an Magie? So, und jetzt gucken wir uns die Tate-Mörder mal in diesem Kontext an. So, diesem Cielo Drive da. Cielo. Cielo ist Spanisch und Italienisch und bedeutet pertaining to the sky or the visible heavens. Das gleiche wird jetzt in Deutsch. Bezogen auf den Himmel oder die sichtbaren Himmel, bezogen auf den christlichen oder heidnischen Himmel, auf dem altfranzösischen Celestial, Celestial oder wie auch immer, himmlisch, himmlisch, himmelblau und so weiter und so weiter. Und das heißt eben in Französisch und Spanisch eben Cielo, in Spanisch und Italienisch Cielo. Die übertragene Bedeutung von himmlisch sehr erzückend. Ah, schon mal interessant. Das heißt, ich weiß also jetzt schon mal, dass Cielo Drive eigentlich so meint, so die Straße zum Himmel. Ne? Drive, Cielo Drive, da wo die gewohnt haben, ist natürlich der ganz normale Weg, Drive. Der Platz für ein Auto zwischen dem Haus und der Straße. Also Einfahrt, Ausfahrt. Ja, also die Einfahrt zum Himmel. Ne? Cielo Drive, da wo die Morde stattgefunden haben. Ja, ich gucke mir immer erst die Lokation, also die Location, also hier den Ort an. Ne? Cielo Drive heißt nichts anderes, als dass man da jetzt erstmal den Ausfahrt oder die Einfahrt zum Himmel hat. Ne? Das heißt Cielo Drive eigentlich, da wo stattgefunden ist. Fand ich schon mal super interessant. Ich denke, aha, hat das irgendetwas mit irgendwelchen Ritualen, hat das irgendetwas damit zu tun? Und 150 ist auch interessant, ne? Zusammengerechnet wären das 150, also ein Drittel, zwei Drittel. Wir haben beim dritten Teil der Engel aus der Offenbarung 12. Ich blende das jetzt hier nicht ein, ich sag's halt einfach nur mal. Also, Brett hat mich gerade korrigiert, nee, das gehört zu dem katholischen Himmel und so weiter. So, aber jetzt hat eigentlich nur das Italienische und das Spanische, das Celestial jetzt hier die Vorlage geliefert. Ja, es gibt auch einen festbestehender Begriff, der heißt himmlisches Königreich, oder Königreich der Himmel, wie auch immer, China von 1808. Und Celestial ist jetzt nur die lateinische Ursprungsform, was dann später im Französischen Ciel und in Spanisch und Italienisch dann Cielo heißt, ist dann also einfach das Wort Himmel in meisten der romanischen Sprachen. Ja, weil diese Sprachen jetzt alle mehr oder weniger jetzt hier Derivate sind vom Latein. So verstehe ich das. Also, an der Nacht des August 8. 1969 hat eben Tex Watson dann seine anderen Mädels da eingeladen. Da sind sie nach 10050 Cielo Drive in Benedikenten gefahren. Watson hat gesagt, Charlie Manson, der Bekloppte, der sie für Jesus hält, ne, müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen, hätte jetzt ihn instruiert, zum Haus zu gehen und alles zu zerstören, was da drin ist und so brutal und so unbarmherzig zu sein, wie man eben sein könnte. Die
Einwohner oder die Menschen, die da in dem Haus gewesen sind, war die Schauspielerin Sharon Tate, die 8,5 Monate schwanger war, und die Frau des Filmdirektors Roman Polanski. Ihr Freund und früherer Liebhaber Jay Sebring, ein Friseur der Stars sozusagen, und Polanskis Freund Wojciech Frykowski und Frykowskis Freundin Abigail Folger, die Erbin für Folger Café und die Tochter von Peter Folger. Auch war da hinten in dem Gästehaus William Gerritsen und sein Freund Stephen Parent. Ne, das ist der Mann mit der digitalen Radiouhr von Sony oder wie auch immer, die ja da nicht mehr ging. Polanski war nicht da, der war in Europa und hat da für einen Film gearbeitet. Und einige andere Menschen waren da auch eingeladen, wie Quincy Jones und so weiter. Quincy Jones ist der Produzent von Michael Jackson für Thriller. Und der hat aber dann irgendwie nicht geschafft, da hinzukommen. Ja, und Watson ist dann hingefahren und den Rest kennt er jetzt vom letzten Mal. Und die haben die dann auf brutalste Art ermordet, abgeschlachtet und dann aufgehängt, vorher, nachher, mittendrin. Keiner weiß, was genau ist. Und dann eben mit dem Blut der hochschwangeren Sharon Tate das Wort Pig, P-I-G, Schwein, an die Tür geklatscht. Wenn man sich das anguckt mit Verstand, das hoffe ich zumindest, dann fällt uns Folgendes auf. Es passiert wo? In Los Angeles. Los Angeles heißt die Engel. Es ist eine Stadt in Kalifornien. Kalifornien heißt wohl am eindeutigsten die Fornication, also die Unzucht von Kali. Kali ist die Göttin des Todes und der Erneuerung in der indischen Mythologie. Kali ist die, die die Zunge rausstreckt, hier auf den ganzen Bildern, und ist auch die Ursprungsform von Rolling Stones Zunge. Ja, das ist Kali. So, California heißt also die Unzucht der Göttin Kali. Muss man jetzt so hinnehmen, kann man glauben, kann man auch nicht. Wird aber alles zusammen Sinn machen. Also, es passiert im Bundesstaat der Unzucht in Kalifornien. Es passiert in der Stadt Los Angeles, die Engel. Es passiert nahe bei Hollywood, das eben das heilige Holz der Druiden ist. Und es passiert in Cielo Drive, was also dann quasi die Einfahrt zum Himmel ist. Also viel mehr geht nicht, ne? Ich frage jetzt gerade mal Brett. Du, kannst du dir vorstellen, warum ich jetzt hier die 8,5 Monate schwanger jetzt hier in Rot da highgeleitet habe, also jetzt da hervorgehoben habe? Hat er gesagt, nö. Ich sag, nö, später. Ja, also die Rolling Stones Zunge hat wohl einen Bezug zu der indischen Göttin Kali, der Zerstörerin. Ne? Es gibt ja aber noch ein Opfer da, und das ist ja der ganz junge Mann Stephen Parent, der Mann mit der Radiouhr. Tex Watson hat ihn dann wohl mit dem Messer in die Hand so gestochen und so weiter, und dann hat er ihn dann 4-mal in die Brust und den Bauch geschossen und hat ihn dann in den Frontsitz seines weißen 1965er AMC Ambassador Coupé getötet. Ambassador, hab ich mir gedacht, Mensch, mal Ambassador, da war doch was, da war doch dieses Ambassador Hotel, wo der Robert F. Kennedy ermordet worden ist, ne? Geht aber noch weiter. Ist aus Spanisch Ambassador und heißt also einfach ein Diener. Ich habe mir gedacht, ja gut, nur mit 18 Jahren, du bist ja noch nicht so, ne? Ambassador Coupé würde ja dann schon irgendwo passen. Also erst haben sie jetzt irgendeinen Servant, also da jetzt kann auch aus dem Keltischen, wir dürfen ja nicht vergessen, der Hollywood-Druiden, ne? Kann auch einen Überbringer einer Nachricht sein, ne? Was ja auch dann stimmt. Der hat ja dann auch dem Mann da jetzt diese Nachricht überbracht, dass er jetzt hier da jetzt das tollste neue Radiomodell hätte. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt noch. Ambassador ist übrigens ein diplomatischer Emissär, und Ambassador oder Embassy heißt dann also auch ein Büro eines Ambassador. Also das hat alles dann auch mit politischen Ämtern unter Umständen zu tun. Das hat dann schon wieder hier so Mission da drin stehen, also schon wieder irgendwas mit Jesuiten zu tun. Interessant, geht weiter aber schon. Ach, muss mir erstmal warm laufen hier. Ne? So, dann sind die Leute mit Handtüchern gefesselt worden. Warum, weiß ich auch nicht, wenn man schon ein langes Seil dabei hat. Und dann sind sie halt aufgehängt worden und so weiter und so fort. Ne? Und Watkins und Atkins und Watson haben dann die Frau T 16 Mal eingestochen. Klar. 16, habe ich mir auch gedacht. 16 ist leicht, ne? 16 ist der Turm, von dem man dann runterfällt, ne? So wie New York, ne?
einäugiger Gott und so. Da wisst ihr ja noch, ne? New York ist dann da, wo irgendwie 3000 Menschen im Haus von irgendjemand gestorben sind, ne? Wenn wir jetzt mit Jackie Chan so uns jetzt ausdrücken würden. Ne, rechts ist die Aleister Crowley-Version des Towers mit der Ein-Auge-Symbolik. Ist auf jeden Fall die Karte 16. Sie ist ja mit 16 Stichen ermordet worden. Habe ich mir gedacht, gucke ich mir einfach mal an. So, der Gerichtsmediziner hat dann wohl herausgefunden, dass sie noch lebte, als sie aufgehängt wurde mit dem Nylonseil. Aber das wäre immer also massiver Blutverlust gewesen, die Todesursache. Und in Jay Sebrings Fall wäre er wohl leblos aufgehängt worden, also tot. Also komm, also. Naja, Meinung kann ja jeder haben, ne? Aber es sind ja alles Experten, ich vergaß. Manson hat dann zu den Frauen gesagt, Mensch, also lasst irgendein Zeichen da, irgendetwas Hexenmäßiges oder wie auch immer. Und Atkins hat dann eben Pig, also Schwein, auf die Fronttür in Tates Blut geschrieben. Aber da muss es ja noch mehr geben. Erinnert euch auch noch, dass die Sharon Tate 8,5 Monate schwanger war, ne? Und wir müssen das mal alles hier mal so gucken von der Perspektive eines Ritualmordes. Da gab es ja ein ganz langes Seil, über 10 Meter lang, woran dann mehrere Menschen aufgehängt wurden. Der Gehängte, da gibt es auch eine Tarotkarte. Guck, ne? Das ist interessant. Die Karte zeigt einen Mann an einem Fuß so kopfüber aufgehängt über einen Abgrund. Moment mal. Haben die nicht vorgehabt, die an den Füßen aufzuhängen? Da war doch mal was. Der Galgen wird aus zwei Baumstämmen und einem Querbalken gebildet. Den Querbalken haben wir ja in dem Haus von Sharon Tate. Das freie Bein ist verschränkt und bildet mit dem anderen eine umgekehrte Vier. Bei Crowley ist der Gehängte an einen Wanden festgenagelt. Und früher war der Verräter Judas der schändliche Mensch. Heute gilt das die Karte als ein Symbol der Einweihung und der notwendigen Geduld. Aha. So, jetzt überleg mal, wenn das alles jetzt hier so ist in Cielo Drive. Guck mal, da haben wir einen Holzquerbalken und da haben wir einen Holzbalken und da haben wir ein Seil. Dieser Gehängte ist übrigens auch eine Verhöhnung von Christus, der ja richtig rumgekreuzigt worden ist. Und das ist eben nicht ein Petruskreuz oder wie auch immer, weil Petrus ja nie in Rom gewesen ist. Es gibt keine biblische Herleitung darüber, dass er das war. Das ist nur eine Behauptung der römisch-katholischen Kirche, damit man rechtfertigt, dass die Kirche in Rom gegründet worden ist durch Petrus. Aber Petrus war nie in Rom. Ja, natürlich ist das ein Symbol für eine drastische Änderung der Lebenssituation. Beispielsweise haben wir hier diesen Hanged Man, wenn man so will, umgekehrt mit den Füßen in der Luft beim World Trade Center 9/11. Und ich weiß, einige sind da nicht mit einverstanden mit der Interpretation, aber ich sehe das so. Like the Hanged Man. Ja, guck, warum drucken die Zeitschriften denn genau dieses Bild ab? Ich meine, warum drucken die überhaupt einen gleich sterbenden Menschen ab, wenn das Bild authentisch ist? Ne? Kann auch eine Fotomontage sein. Ne? So, nochmal eben die Frage, warum druckt denn jetzt Wikipedia ab, dass die Sharon Tate 8,5 Monate schwanger war? Hätte man da nicht schreiben können, hochschwanger? Oder hätte man da nicht schreiben können, ja, 14 Tage vor ihrer Niederkunft oder so? Nö. 8,5 Monate. Ja, meine Lösung des Dilemmas ist folgende. 8,5 ist 11. Einfach, oder? Das ist ein Freimaurercode für das Genesis Kapitel 11. Und die Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Ja, Freimaurer, ne? Ganz einfach, das ist jetzt hier das abtrünnige Volk, das sich einen Namen machen möchte, also nicht den Namen des Herrn anbeten möchte, und das eine Stadt bauen möchte und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, um sich Gott gleich zu machen, sich zu erhöhen, ne? Wie in so einer Loge. Was das gemeinsame Merkmal aller dieser ganz riesengroßen Gebäude oder Türme ist. Ne? Königreich, Turm, ach guck, die Braut, ah. Wenn man da die Bibel kennt, ne, dann kann man da nur noch mit dem Kopf drüber schütteln, ne, was die Braut in der Bibel auch ist. Ne?
Ey, das ist alles nicht mehr normal in dieser Welt, aber vielleicht, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist er doch wieder normal. Wäre auch spannend, wenn wir jetzt hier nicht Meter hätten, sondern Fuß, dann hätten wir wahrscheinlich noch ganz andere Sachen zum Rechnen, aber ich lasse es jetzt erstmal dabei. Nein, es ist wahrscheinlich nur ein Zufall, dass der Burj Khalifa mit 828 Meter, 8 plus 2 plus 8 gleich 18, das höchste Gebäude der Welt ist. Also gut, vielleicht haben die auch einen Meter gerechnet. Also egal wie, du kommst immer irgendwie dahin. Aber ja, also normalerweise auch bei der Schwangerschaft, da kann man auch in Wochen rechnen. Ne? Sie ist in der so und so vielten Woche oder so. Aber wie gesagt, 8,5 fand ich ja schon lustig. Übrigens zu dem Genesis 11 Kapitel. Hier habt ihr von Brueell eine Zeichnung und hier habt ihr beispielsweise ein Plakat der Europäischen Union mit umgekehrten, also mit satanischen Pentagrammen hier oben drüber. Und das ist dann eben genau diese unvollendete Stadt, die bis in den Himmel reichen soll. Ne? Europa, viele Zungen, eine Sprache. Da sind wir genau bei Genesis 11. Und die Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und warum ist die einzige Sprache oder dieselben Worte, warum ist das jetzt so? Guck, in Vers 8, guck in Vers 5, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr doch die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Jetzt kann man sich mal vielleicht vorstellen, dass das kein Zufall ist, dass genau die Europäische Union mit ihrer Stadt zu Babel hier draufschreibt, viele Zungen, aber eine Sprache oder eine Stimme. Ist genau jetzt für, und dann noch viereckige, also hier quadratische Köpfe hat, also Freimaurerei natürlich, ne? So wie die Steine halt eben. Ach, das ist immer dasselbe. Wenn man das alles sieht oder wenn man das alles kennt, dann ist das nichts Neues mehr. Ja, und deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass der Song Another Brick, also ein anderer Stein in der Wand, vielleicht auch irgendwas damit zu tun haben könnte. Meine, gut, abgesehen davon, ein Mitglied von Pink Floyd heißt eh Nick Mason. Und die haben auch schon mal in der Mason Masonic Hall gespielt und so, aber geh mal in das Management von Pink Floyd rein oder guck dir mal unsere Sendungen an über Pink Floyd, was die da für Texte haben mit Verhohnepiepelungen von biblischen Psalmen und so, ganz, ganz schlimm. Und die Rolling Stones, die rollenden Steine, erinnert mich dann auch irgendwo daran, ne? Die ja jetzt immer diese Göttin Kali jetzt hier da drin haben. Ne? Das ist natürlich auch diese rausgestreckte Zunge, natürlich auch ein Symbol für eine Schlange. Ne? Ja, und Kali ist natürlich eine Komponente von Kalifornia. 11 kann natürlich auch eine Referenz sein zu Offenbarung 11. Da geht es aber dann direkt über Satan. Ne? Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hatte den Namen Apollyon. Kannst auch direkt Apollo sagen. Apollyon heißt der Verderber. Und der Sohn des Verderbens, also alleine schon der Papst als Sohn des Verderbens beschrieben in der Bibel. Also da kannst du hier wieder eine. Naja, ist immer dasselbe halt. Ne? Apollyon. Und da sind wir natürlich auch bei Apollo 11. Natürlich eine Mission, ne? Da glauben viele Menschen dran, ne? Weil das so eindrucksvoll ist und so viel Geld gekostet hat. Das hat also so eine Rakete einfach in den Himmel zu schmeißen und dann wieder ein paar Leute dann aufzufangen, ne? Ist übrigens ein paar Wochen vor dem Tod von Sharon Tate gewesen. Ne? Und das ist eine Mission, das ist ja klar, das ist ein Aussenden von Jesuiten, ne? Damit die Menschen nicht an Gott glauben und damit die Menschen dann einfach an die Wissenschaft glauben, ne? Apollo 11, ne? Oder Apollyon. Das ist immer dasselbe. Römischer Adler. Ach nee, Leute, das ist immer dasselbe. Die Illusion, die hier hinten ist. Ja. Denn wenn hier keiner gewesen ist, hat auch hier keiner ein Bild gemacht damals. Aber gut, es gibt ja sehr viele künstlerische, sehr begabte Menschen, die dann irgendwelche Zeichnungen anfertigen können. Aber machen wir weiter hier. Okay.
In der Folge von Kennedy, Verschwörung, jetzt hier, da gibt es ja eine Folge amerikanische Rituale in Deutsch und in Englisch. Da seht ihr dann mehr über die 11 und die ganzen Geschichten. Gibt es natürlich auch Flug Nummer 11 in den World Trade Center und alles. Das hast du überall, die ganzen Zahlen, Wahnsinnigen. Und über Californication, also die Fornication, das ist die Unzucht in Englisch, der Kali schreibt ja beispielsweise hier auch die Red Hot Chili Peppers in Under the Bridge, glaube ich, heißt das jetzt hier. Ne? Space may be the final frontier, but it's maze in a Hollywood basement. Also der Weltraum ist vielleicht die finale Grenze, aber das ist eben einem Hollywood-Keller gemacht worden. Und Cobain, also das ist der Kurt Cobain von der Band Nirvana, kannst du die Sphären hören und dass du eben die Songs von einer Station zur anderen dann halt singst. Und Alderon ist nicht weit weg, it's Californication, das ist die Unzucht der Götze in Kali. Also diese Californication kommt ja noch nicht von mir. Also dann haben sie jetzt uns erzählt, dass also Drogen eventuell eine Rolle gespielt haben, weil Manson hat ja mit Drogen zu tun und man hat auch da jetzt Drogen gefunden im Auto von dem Friseur und solche ganzen Sachen. Aber ich meine, gut, 69 war eh so ein Zeitpunkt, wo man ganz viel Drogen ausprobiert hat, ne? Und nicht nur die. Viele Menschen glauben auch, dass die Sharon Tate, also die ermordete Unschuld gewesen ist, also die Unschuld vom Lande gewesen ist. Wenn ich mir ihre Filme angucke, bin ich mir dessen nicht mehr ganz so sicher. Also ich denke mal, die einzige unschuldige Mensch, der einzige unschuldige Mensch ist das Baby erstmal. Also nicht Baby, ist ja auch wieder böse, wieder Babylon. Also das ungeborene Kind, das ist wahrscheinlich das einzig Unschuldige. Alle anderen sind irgendwie in der Filmindustrie, haben etwas mit Drogen zu tun und tausend andere Sachen auch. Ich glaube schon, dass da niemand unschuldig ist. Und die Bibel spricht ja auch davon, dass kein Mensch ohne Sünde ist. Aber man kann natürlich mal alles übertreiben. Die Sharon Tate wird ja hier angebetet wie eine Göttin. Ich denke mal, ach du liebe Güte. Ja, wir sind ja alle programmiert worden. Guck mal, hat das jetzt irgendetwas mit ermordete Unschuld zu tun, was sie da macht? Sharon Tate gemacht in der USA. Ermordete Unschuld? Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so ganz, ganz fies zu sagen, guck mal hier, Sharon Tate, da kannst du auch Satan draus bilden. Ne? Egal, wie du das siehst mit Sharon Tate, und ich will da ja auch gar nichts. Ist schon sehr augenfällig, ne, wenn man sich die ganze Symbolik hier auf dem Bild anguckt. Sie ist jetzt hier als Bogenschütze. Ich denke, Bogenschütze, Moment mal. Lateinisch Sagittarius, Schütze, Sternbildschütze, Tierkreiszeichenschütze, ja klar, Golden Gate Brücke, Folge 3. Ah, hab ich mir gedacht, guck mal, ah, es gibt schon Zufälle, ne? Dann hat sie da auch noch so einen Stern auf der Brust, ne? Oh. Und glaubt jetzt nur nicht, dass dieses Pentagramm, was sie da auf der Brust oder zwischen den Brüsten da trägt, dass das ein englisches oder besser gesagt ein amerikanisches ist. Das ist nicht so. Aber sie wird ja immer so als total unschuldig dann dargestellt. Sie ist dann die Älteste da hinten im Hintergrund, ne? Ja, sie ist dann total die Älteste da und ach, ist die nicht süß und richtig brav und so wie die Tochter von Doris Day irgendwie. Ne? Ja, aber wie gesagt, wenn man sich halt gut verkauft im Fernsehen, in der magischen Laterne. Es gibt ja ganz viele Agenturen, die also sehr, sehr Propaganda machen, ne? Also jetzt auch für die katholische Kirche und überhaupt für Krieg. Ne? Hier, Fall, also jetzt fang einen fallenden Stern, ne? Catch a falling star and put it in your pocket. Ne, also nochmal, sie ist jetzt die ermordete Unschuld. Ne? Also studiert hat sie anscheinend auch. Sie hatte auf jeden Fall so ein Viereck auf dem Kopf. Ne? Nochmal Viereck. Das soll natürlich ein Buch stilisieren, klar. Musst du natürlich alles glauben. Ist natürlich auch kein Zufall, dass es schwarz ist. Ne? Ist ja eigentlich, ist es ja blöd, ne? Wenn man so einen schwarzen Studentenhut, so ein Universitätsteil dann da auf den Kopf trägt. Und wenn man dann blond ist, gibt es den auch einen blond? Nein, dann gibt es nur einen schwarz. Das hat auch seinen Grund. Aber da ist ja ganz klar, oder? Ja, also auf jeden Fall klingt das nach, guck mal hier, ich bin nicht nur hübsch, ich bin auch intelligent. So, und sie war natürlich absolut unschuldig, man sieht sich ihre Filme an. Hm, absolut unschuldig, Tony Curtis mit ihr. Wer nicht Tony Curtis heißt, nochmal, sie ist total unschuldig. Sie hat also totale Probleme, sich zu erinnern, wo ihre Klamotten vom letzten Tag geblieben sind, aber... Hm. Aber was hat sie denn jetzt mit Bruce Lee zu tun? Guck mal, in den Ende der 60ern und so weiter, da war die hier Karate und Kung Fu und so weiter, war da so richtig, richtig, richtig auf einen aufsteigenden Ast. Ist ja klar, habe ich ja schon mal gesagt, ne, als die Western immer weniger wurden, lahmen die Eastern immer weiter zu.
Und da hat sie jetzt auch Kung-Fu-Lektionen oder Kung-Fu-Stundenunterricht und so weiter genommen von Bruce Lee, der sogar einen ihrer Filme, The Wrecking Crew, dann halt da choreografiert hat mit den Kampfszenen und ihr dann halt Unterricht gegeben hat. Ne? Also da war sie noch nicht schwanger, das war ein Jahr oder so davor, ich glaube, das war 1968 oder so. Ja, später hat sie dann Polanski geheiratet, die war da so überall in den Zirkel mit drin gewesen. Und dann ist also jetzt hier die Geschichte gewesen, dass Tex Watson und die anderen Mädels dann da die Sharon Tate und die anderen da umgebracht haben. Tex Watson, Charles Watson, the official narrative story. Actress and force lane ritual. Ja, fünf Menschen in einem Ritual abgeschlachtet. Ja, oder hier eine Verbindung zu 11 Mördern und so weiter, zu den Hintergrundmännern und so weiter. 11, haben wir wieder die 11 drin. Und 333 sogar noch unten drunter, aber die 11 ist jetzt erstmal nur wichtig. Es geht ja darum, dass der Charles Manson jetzt hier als Wahnsinniger dargestellt wird mit seinem komischen Blick. Scheint ja auch nicht wirklich so ganz gesund zu sein. Da steht jetzt hier ausdrücklich hier benannt Satan, ein Führer eines verrückten Kultes. Kult sind immer religiöse Zeremonien. Ah, habe ich mir gedacht, klar, das ist die Geschichte hier mit dem Beatles-Album, ne, mit dem weißen Album von 1968. Klar, kann sich jeder daran erinnern, 22.11.68, 5 Jahre nach Kennedy. Ach, klar, also ein Zufall. Und deswegen ist das mit dem Ritual jetzt nicht so super abwegig. Ne? Erstmal haben wir ja diesen Gehängten, also der Gehängte, die Tarotkarte da. Und das haben wir auch hier die ganzen Zeitungen, die ja hier von einem Ritual sprechen, weil Personen nachher aufgehängt worden sind. Also die drei, die uns jetzt hier noch entgegenlächeln. Okay, these are the victims, by the way. And can't get more evil than this. Also, du kannst es auch noch steigern, ne? Dass also irgendjemand in diesem Gerichtsprozess da ausgesagt hat, ich habe das Blut von Sharon Tate getrunken. Also sind wir dann direkt irgendwie bei Vampiren, ne? Das ist ja interessant, dass die Sharon Tate da mal in so einem Vampirfilm mitgespielt hat. Junge, 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 Junge. Was für eine Welt, hä? Ja, und selbst die Bild-Zeitung hat sich da jetzt auch noch einen rausgehauen und hat gesagt, die Mädchen des Satans ermordeten den Filmstar. Ich finde das immer lustig, wenn ich so Zeitungen sehe von früher oder so, von meiner Zeit. Ne? Finde ich immer so lustig. Ihr dürft aber jetzt nicht irgendwie glauben, dass er von der Bild jetzt die absolute Wahrheit bekommt. Auch wenn die Frau Sharon Tate jetzt schon wieder ein Buch geschrieben hat. Beziehungsweise hier abgedruckt ist mit einer Exklusivgeschichte. Also anscheinend ist die Geschichte um Charles Manson unglaublich viel Geld wert. Wenn also jetzt Leute, die damit zu tun haben, Bücher schreiben und sogar der Staatsanwaltschaft 10 Millionen Kopien von diesem Buch dann da verkauft. Junge, Junge, Junge. So, und wenn jetzt hier der Manson stirbt, im Alter von etwas über 80, immer noch mit seinem Swastika auf dem Kopf, dann schreibt jetzt hier die Daily News, Burn in Hell, das heißt, brenne in der Hölle. Wie war das jetzt noch hier so mit jemanden abwerten? Irgendwelche Richtlinien, Hausordnungen, die gibt es anscheinend da nicht, ne? Hängt immer davon ab, wer es ist, ne? Also. Finde ich absolut daneben, egal wer es jetzt hier wäre, so einen Satz zu schreiben, hat aber dann wieder den logischen Hintergrund, dass der Charles Manson ja als Jesus, als falscher Jesus irgendwo bezeichnet worden ist, als religiöser Kultführer und dass das ein Ritual sein soll. Und dann hatten wir auch die Bildzeitung gerade von ihm als Satan gesprochen. Und dann macht natürlich jetzt hier die Hölle in dem Kontext natürlich schon wieder Sinn. Würde aber dann auch nur bedeuten, dass es dann wieder einen religiösen Hintergrund hätte. Sind wir schon wieder beim Ritual? Charles Manson allegedly died. Na gut, die Zeitung kann ja alles schreiben. It is not tolerance in the media. Said, oh, he was a poor ich habe gedacht immer, da, die Leute wären so tolerant und so. Na gut. Ja, Hölle ist ja ein religiöser Inhalt. Aber der hat die ja gar nicht umgebracht, der hat ja nur die Anweisung gegeben. Also er hat die Tat ja bei ihr, zumindest bei Cielo Drive 10050, gar nicht selber ausgeführt. Der war ja auch offiziell gar nicht dabei. Jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt tatsächlich jeder so eine Schlagzeile bekäme, der jetzt den Auftrag zum Tod erteilt hätte, dann wären die Gefängnisse wären aber voll von Militäroffizieren, Soldaten und Polizisten und sowas, oder? Mein lieber Herr Gesangsverein oder Politiker, die würden ja da Schlange stehen. Ja, alle Leute, die gesagt haben, ja hier, wir müssen jetzt Raketen liefern an diesen jenes Land östlich von uns, ja. Die sind ja auch für Tod dann verantwortlich, wenn man Waffen liefert zum Beispiel. Aber nein, das ganze Unglück der Welt ist nur, kumuliert sich jetzt hier nur auf den Charles Manson. So, this is all a frame.
Und das ist meiner Meinung nach alles auch wieder geframed. Leslie Van Houten, die ja auch hier beteiligt war an dem Morden am nächsten Tag, die ja des Öfteren um Haftentlassung dann gebeten hat und so weiter und so fort. Die Leute sind da jetzt schon verurteilt worden vor so und so vielen Jahren. Die sind ja jetzt schon an die 80 und alles. Der Brett meinte gerade, ja, die ist doch jetzt freigelassen worden. Ja, offiziell ist die jetzt wohl freigelassen worden. So, das ist ein Polizeimensch, der eben den Körper von Sharon Tate dann da gefunden hat. Du hast also jetzt alle möglichen Aussagen zusammen und weißt gar nicht mehr, wo links und rechts und oben und unten ist. So, Bob Burbage war einer der ersten Polizeioffiziere an der Szene und so weiter und hat also gesagt, also er könnte das niemals vergessen, was er da gesehen hat. So eine brutale Gewalt und dann noch bei einer jungen Frau und so weiter. Eine der Mörderinnen, also Susan Atkins jetzt hier, die hat gesagt, also der Tex Watson, der Hauptmörder, sage ich jetzt mal, der hätte dann ausgesprochen bei der Tat, während der Tat, ich bin der, oder kurz vor der Tat besser gesagt, ich bin der Teufel, also hier, I'm the devil, I'm here to do the devil's business und ich bin hier, um sein Geschäft zu erledigen. Das sind jetzt alles so die offiziellen Aussagen da. Dass sie jetzt den Teufel benannt hat, ist jetzt wieder ein Hinweis auf ein Ritual, klar, ne? So, dann sagt die Susan Atkins, die Sharon Tate hätte jetzt hier um ihr Leben gefleht und um das Leben ihres Kindes, also ihres ungeborenen Kindes. Und sie hat gesagt, ich habe aber gar nichts gefühlt, ich habe überhaupt kein Mitleid gehabt und nichts. Hat einfach, ne? So, jetzt überleg mal, du bist im Gericht und so weiter und du bist dann schon verhaftet und alles Mögliche und so und du erzählst dann alles das so. Naja, geben die jetzt damit an oder wie soll ich mir das vorstellen? Bisschen seltsam alles, ne? Man hätte ja auch dann auf mildernde Umstände plädieren können, dem Motto, wir waren alle unter Drohung gesetzt, wir sind missbraucht worden oder was weiß ich. Ich meine, wenn man doch schon Mitglied ist von einem sogenannten satanischen Kultführer namens Charles Manson, da hätte man doch jetzt auch auf Zwang oder auf Drogen und was weiß ich da plädieren können. Seltsam. Gucken wir uns doch mal an. Susan Atkins, da gibt es zumindest die Anmerkung im Internet, dass sie da oben, die oben ohne Frau gewesen ist, in der Church of Satan. Von Anton Sandor LaVey, der die satanische Bibel da geschrieben hat, mit den lustigen Teufelshörnern da auf dem Bild, auf dem Schwarz-Weiß-Bild. Hab ich mir gedacht, das ist auch komisch, dass diese Referenz zu Satan kommt ja ganz oft raus. Die haben ja beispielsweise auch zu tun gehabt, also die Manson-Bande oder die Manson-Familie, mit einer Motorradgang, die heißen die direkten Teufel, also Straight Satans. Ich habe mir gedacht, das ist ganz schön viel Satanismus auf einem Fleck da in Laurel Canyon, Benedict Canyon und da die ganze Ecke in San Francisco, Los Angeles. Da scheint es ein richtiges Nest zu sein. Das ist der Anton Sandor LaVey, der ja da seine Kirche Satans gegründet hat in der Walpurgisnacht am 30. April 1966. 30. April, Moment mal. Da ist, glaube ich, so ein wahnsinniger Österreicher, der mal Diktator gespielt hat, auch dann da so offiziell verstorben, ne? Genau, da war da was. Aber ich habe jetzt keine Zeit, danach zu gucken. Also, alles geht hier auf Satan zurück. 1% hier auf der Kutte dieses Menschen. Das hat mit einem Motorradvorfall zu tun in den Vereinigten Staaten. Die nennen sich dann die 1%ler, weil die dann so quasi absolut gewaltbereit sind. Ich habe da mal jemanden getroffen, der hat mir das ganz, ganz ausführlich geschildert. Aber der lebt auch nicht mehr, dem er das erzählt hat. Also ich habe da nichts mehr. Also der lebt nicht mehr, weil er jetzt zu alt ist. Damit, das wollte ich meinen. Atkins was in the Church of Satan and they have connections with the straight Satan, so everything points to Satan. Interesting. Uh-huh. I have my reasons why I've never mentioned. Ich habe ja meine Gründe gehabt, und zwar über Jahre jetzt schon. Viele Menschen haben mich darauf hingewiesen und gesagt, Mensch, also hier, sag doch mal was zu dem und was ist denn mit dem und der hat das gesagt, das ist doch so ein Whistleblower, das ist doch so ein Geheimnisverräter, also so jemand, der Insider ist und so weiter. Ne? Der Mann heißt John Todd mit Doppel-D. Und er hat verschiedene
Audios raus. Ist eine sehr schillernde Persönlichkeit. Im Internet hörst du alles von wegen, der ist entflohen, der war früher Hexenmeister, der ist in Zirkeln drin gewesen, der hat Vorträge gehalten, der hat Menschen gewarnt, der hat allerdings dann auch irgendwie illegalen, was weiß ich, mit Menschen und mit anderen Dingen zu tun gehabt und der ist dann verurteilt worden und was weiß ich. Also nichts Genaues weiß man da auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Foto jetzt hier offiziell und authentisch ist, keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall in diesen ganzen Sachen. Ich habe sie nie benutzt, weil ich da immer meine absoluten Zweifel dran hatte, mit einigen Aussagen, die er getätigt hat. Da habe ich dann einfach nur grinsend dann gesessen und habe gesagt, Leute, nee, nein, 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 niemals, geht nicht, kann ich mir nicht vorstellen, ist mir viel zu weit hergeholt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich baue das jetzt hier mal ein, weil es geht ja immer noch um den Ritualmord mit den aufgehängten Menschen in Cielo Drive. Gut, dann geht's mal weiter. Er hat gesagt hier, der Manson wäre also dämonenbesessen gewesen. John Todd. Because that guy is some strange character and officially he was being harassed for... Er hat behauptet, er wäre schon im ganz jungen Alter ein Hexenmeister gewesen. Er jetzt, der Manson jetzt zu tun hätte mit der Proset Church, die einzige Bruderschaft, wo er so wirklich sich Sorgen drüber macht, die hätten ihn auch auf dem Kicker und die würden ihn gerne umbringen und was da noch alles ist. Und ihr seht ja die Überschrift jetzt hier, ne? Sharon Tate, Charles Manson hält das Geld der Polanski, John Todd Tapes. Also Bender. So, ich glaube ja nicht das offizielle Narrativ, die offizielle Erzählung, aber ihm hier nehme ich das auch nicht ab und ich werde auch sagen, warum. Der hat beispielsweise mal erzählt, es gibt da also Schlösser in England, glaube ich, war das gewesen, die also gebaut haben, damit die Hexen mit ihren Besen darauf landen können. Und da haben wir auch gesagt, Leute, ey, das ist also, man kann aber auch alles übertreiben, ne? Komm, ey, das ist alles auch wieder, da gibt es auch dann angebliche Hexen, die da irgendwelche Schallplatten besprochen hätten. Und das Blöde ist, die Menschen glauben das. Aber das sind ja alles Behauptungen und du musst ja auch irgendwelche Sachen dann liefern. Ich meine, bei mir sehe ich das ja so, ich erzähle das ja oder ich erkläre das ja mit Zahlencodes und mit anderen Geschichten, die halt hier die ganze Zeit laufen. Und bitte einfach mal den gesunden Menschenverstand nicht außen vor lassen. Nicht immer alles glauben, was ihr hört. Ne? Auch meine Sachen kann man ja gerne nachprüfen. Also ich habe ihm nie geglaubt, deswegen habe ich ihn noch nie, ihr könnt ja die ganzen vorherigen 230 Folgen euch angucken, nie benutzt. Und diese Process Church und so haben, die haben also dann menschliche Opfer und so weiter und sie haben den inneren und den äußeren Prozess und so und die sehen dann Jesus Christus als Problem natürlich und dies und jenes. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, das hört ja gar nicht mehr auf, ne? Also alles ist dann nur noch satanisch bei den Morden. Ihr könnt das ja gerne glauben, wenn ihr das glaubt. Ich sage ja nur hier meinen Weg, den ich gegangen bin, Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Er sagt, Sharon Tate ist deswegen in dem Visier gewesen von dieser Gruppe, denn sie wollte da raus, weil sie hochschwanger war oder weil sie schwanger war. Sie wollte raus und er hat gesagt, du kommst da nicht raus, nur um den Preis deines Lebens. Und deswegen hat man dem Herrn Charles Manson eine gewisse Summe Geld zukommen lassen und er hat dann eben ganz gezielt quasi die dann umgebracht. Das wäre also gar keine, also jetzt, wenn man jetzt kombiniert, würde man jetzt sagen, aha, hat er also doch gar keine Verbindung zu dem Sohn von Doris Day, dem Terry Melcher, dem Schallplattenproduzenten, vor dem ja der Charles Manson wissen musste durch den Herrn Altobelli, der angeblich gerade aus der Dusche kam, dass der Terry Melcher da gar nicht mehr wohnen würde. Also hat er da seine Leute nach dieser Aussage dann eher dahin geschickt, um Sharon Tate umzubringen, weil da ein Auftragsmord quasi vorlag, dass der Manson-Familie Geld gebracht hätte. So fällt erstmal diese Theorie. Er hat gesagt, die anderen waren einfach nur zufällig da. Er sagt jetzt hier sogar, ihr Ehemann hat ein Alibi, der war gerade in Europa zu dem Zeitpunkt und der hätte diese Morde in Auftrag gegeben, weil die Sharon Tate da raus wollte und die Sharon Tate sich eventuell von ihm trennen wollte und alles andere, was man auch mal vermuten könnte. Das ist die Aussage von John Todd, ist nicht notwendigerweise die Wahrheit, ist nur erstmal die Aussage. Wo man Polanski wollte, überhaupt kein Kind, abgesehen davon, ist es auch fraglich, ob das dann seins war, das werden wir auch bald kennenlernen. Und schon hast du wieder eine Theorie mehr und noch eine Theorie mehr und noch eine Theorie mehr. Juhu! Das ist eine Welt.
Sie wollte das Baby nicht dort aufgewachsen sehen, in diesen satanischen Zirkeln. Und deswegen wollte sie da eben raus und ihn eventuell dann verlassen. Und dann war ja auch schon ihr früherer Freund Jay Searing dann da. Und naja. She wanted out. Sie wollte da raus. So, und aber diese Geschichte, dass eben Sharon's Final dann aufgehängt worden ist, ist also dann unterstützt worden durch alle möglichen Menschen. Das sind ja Experten und Autoritäten. Herr Thomas Noguchi, der Gerichtsmediziner der Stars, wenn der eine Aussage tätigt vor Gericht und vor laufenden Reporterkameras, dann hat die schon mehr Gewicht, als wenn ich hier irgendetwas mir hier kombiniere, ne? Oder ihr. Aber das ist ja, wie gesagt, dann auch ein invalides Argument, das ist ein Argumentum ad verecundiam, ein Argument wegen der Autorität. Und das muss nicht notwendigerweise mal die Wahrheit sein, ne? Wir haben noch eine andere Autorität, die uns permanent belogen hat, und das ist diese hier. Das ist unser Paradebeispiel, der frühere amerikanische Außenminister Colin Powell, der gesagt hätte, ja, guck mal hier, der Iran hat Massenvernichtungswaffen, und hält da einfach ein bisschen anscheinend Milch in die Kamera. Ihr könnt ja nun nicht wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass der Mann irgendetwas Gefährliches da in einer Versammlung da hochhält, was unter Umständen ihn oder andere Menschen da umbringen könnte. Ne? Also von daher alleine schon diese Aktion, die wir jetzt hier sehen, spricht ja schon Bände. Und er hat sich später dann entschuldigt dafür, dass sie eben keine Vernichtungswaffen oder Massenvernichtungswaffen da gefunden haben. Aber das ändert ja nichts an dem Tod von unschuldigen Menschen danach. Ne? Wenn irgendjemand jetzt in der Hölle brennen sollte, dann wäre er doch an vorster Front, oder? Der hat doch mehr Menschen auf dem Gewissen als ein Charles Manson. Wer hat sich da dafür stark gemacht, dass die Amerikaner einmarschieren in ein Land, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben? Mit einer Falschaussage. Er hat sich nachher für die Falschaussage entschuldigt, aber eine Entschuldigung. Macht da niemanden mehr lebendig. Herr Paul, das sind die Führer der freien Welt, ne? So, die Koalition der Willigen. Ja, I will, 5-mal, ne? Der Willigen, Koalition der Willigen, ey, das ist alles eine Welt, ey. Koalition der Willigen, genau, EU. Ja, die sagen alle, die Koalition der Willigen, ja, die sagen alle, I will, 5-mal. Jetzt haben wir falsch getrennt hier, ey. Mann, Doppel-L. Ich weiß nicht, ob das die King James Bibel jetzt hier ist, aber I will, ne? Ich will in den Himmel aufsteigen, ich werde meinen Thron über den Sternen von Gott dann da erheben. I will sit, I will ascend, I will make myself like the, I will be like the Most High. Also es kann schon mal nicht die King James Bible sein. Aber ist das, also wie gesagt, 5-mal I will, ne? Die Koalition der Eiwilligen. Egal. Fällt mir gerade so ein, spontan. Nehme ich mir jetzt einfach mal kurz so raus. Also geht weiter. So, wir haben also keine Chance, dagegen vorzugehen, weil nicht nur, dass das viel zu lange her ist, sondern es ist einfach so, wir sind keine Experten, wir würden niemals irgendwo gehört werden. Und dieses ganze System hat natürlich nur ihre eigenen Experten. Ne? Das ist jetzt der Staatsanwalt Vincent Buglosi. Alles klar, ne? Also der Manson hat Geld gekriegt, der Polanski steckt dahinter, alles hat mit Satanismus zu tun, die Susan Atkins hat vorher in der Kirche von Satan da gedient, drücken wir es mal so aus. Dann haben wir jetzt hier den John Todd, der uns das alles jetzt hier so erzählt. Es gibt da ein Seil, die Sharon Tate hat in Horrorfilmen mitgespielt, also hat alles mit Satanismus zu tun, ne? Ist eigentlich klar, oder? Oder nicht? Geht weiter. Das ist der Staatsanwalt Vincent Buglosi, der hat dann nachher 10 Millionen Bücher verkauft von dem Prozess, den er da mitgeleitet hat. Und das ist eben das Seil, was eben von den Mördern da benutzt worden ist. Very convincing, huh? Das ist doch alles ganz klar, oder? Das ist doch alles ganz klar. Also hier habt ihr das Pickzeichen auf der Tür, da habt ihr das Blut verschmiert. Da haben wir eine Blutproben. Da kannst du dich auch ein Leben lang mit beschäftigen. Aber irgendwie funktioniert es ja nicht. Ist der falsche Träger und die Blutproben sind auch nicht belastbar. Da sind auch Sachen vergessen worden. Und dann hat jemand um kurz nach 12 dann halt das da verlassen, der jetzt dem Alto Belli da Digitalradio gebracht hat. Das ist doch alles sehr seltsam. Die Position des Autos stimmt nicht und zig andere Artefakte. Also seltsame Geschichte.
So, und dann habt ihr natürlich einen Tag später hier diesen Mord an den Eheleuten La Bianca, wo dann eben auch drauf steht, Death to Pigs. Und die Polizei ist nicht in der Lage, diese beiden absonderlichen Geschehnisse irgendwie miteinander zu verknüpfen. Und das glaubt jemand, dass die Polizei so dämlich ist. Also ich glaube das nicht. Das Ding, ja, that's the La Bianca murders, it's also using... Ne? Nochmal, da seht ihr ein Seil, da seht ihr Sharon Tate im Blut liegen und da seht ihr dann J.C. Bring mit dem Handtuch über dem Kopf. Und Blutflecken auf dem Teppich. Ja. Aber da sehe ich noch mehr auf dem Bild. Aber das ist ja viel, viel einfacher für mich, weil ich habe mich ja intensiv damit beschäftigt. Gehen wir mal weiter. This is bloodstains and the poor victims are lying here and the American flag. Niemand will das sehen, ne? Ist ja klar, ne? Niemand will das sehen, weil das hat ja mit ganz viel mit Blut und mit Morden zu tun. Das will ja keiner sehen. Da guckt ja jeder weg, ne? Was mich dann so geflasht hat, ist diese amerikanische Flagge, die umgekehrt liegt. Moment mal, habe ich mir gesagt, umgekehrt. Da war doch was mit dem gehängten Mann, ne? Der hängt da auch umgekehrt, ne? Und die sollten ja auch an den Füßen aufgehängt werden, ne? Da bin ich richtig im Kopf habe, letzte Sendung, ja. Und da haben wir eine umgedrehte Flagge, habe ich mir gedacht, boah, also diese Manson-Familie, ne? Die ist wirklich, also wirklich, die ist heftigst, ne? Also die machen wirklich da alles Mögliche in Richtung Ritual, da, ne? Ist schon heftig alles. Also ich warte jetzt ja nur, bis jetzt die nächsten seltsamen Sachen kommen. Upside down, I said, oh, oh. Don't fool me, please, ja? Mir gedacht, wer hat denn so eine Flagge umgekehrt auf seinem Sofa liegen? Who's using American flag? Wer benutzt denn die amerikanische Flagge? Ich mir gedacht, Moment mal, die Sharon Tate, die ist doch eine Amerikanerin, US-Amerikanerin, aber der Polanski ist doch Pole. Warum sehe ich jetzt hier keine polnische Flagge, nur mal als Beispiel? Würde ja dann auch Sinn machen, ne, wenn ihr Herzallerliebster. Habe ich mir gedacht, also da ist aber nichts Polnisches irgendwo, ne? Habe ich mir gedacht, irgendwas ist da seltsam. Ist ja nur eine Frage erstmal. So, das Los Angeles Police Department und so weiter, die haben also alles Mögliche da jetzt zusammengetragen an Beweisen. Der Inspektor hat dann nicht geglaubt, dass das Wort Schwein, das also bei der Tate da drauf stand, irgendetwas zu tun hätte mit dem Tod zu den Schweinen bei einem Tag später bei dem Mord. Also so muss man erstmal drauf sein. Charles Manson hat dann angeblich den Beatles-Song Piggies, also Schweinchen, dann irgendwie da mitbenutzt durch seine Prophetie. Da muss er aber auch schon sehr, sehr weit denken. Ne? Wird aber noch schlimmer. Diese absolute Brutalität und diese ganze Sinnlosigkeit und so weiter und so fort, das ist also schon das, was die Menschen damals geschockt hat, natürlich überall. Die hatten natürlich auch dann richtige Angst. Ich weiß also noch aus der Biografie, einer der Biografien von Bruce Lee, die ich gelesen habe, dass also da die Bruce Lee-Familie dann ab da alles verschlossen gehalten hat und so, weil dieser Mord nur ein paar Kilometer weiter da gemacht worden ist. Und manche Leute haben auch dann Beweise leider verdorben, kontaminiert. Aber das passiert halt alles bei der Polizei. Ja, kombinieren können die nicht, ermitteln können die nicht und der latschen die noch irgendwie in der Szene rum und aber gut, passiert. Ist Los Angeles, ne, die Stadt der Engel. Dann haben wir ja noch den Revolvergriff, der dann da gefunden wurde unter einem Stuhl. Habe ich mir auch gedacht, Mensch, also... Ja, dann ist das noch von einem Polizeimenschen dann noch da unten drunter getreten worden, was eben dann noch die Ermittlungen dann weiter verzögert hätte. Also da sind alle möglichen Dinge schiefgelaufen, die eigentlich nur schieflaufen konnten. Ne? Wie in anderen bekannten Fällen auch. Ne, und der Forensiker da, der hat auch nicht die richtigen Blutmuster da genommen. And then they threw out their bloodstained clothes out of the car. Also ist alles möglich schief gelaufen. Ne? Frage ich mich ja dann auch, ne? Wenn ich dann auch weiß, dass die Mörder dann ihre blutverschmierten Klamotten dann auf dem Weg nach Hause sozusagen einfach aus dem Auto geworfen haben und die dann natürlich später in irgendeinem Garten oder so gefunden worden sind, wo sie sich dann auch wieder umgezogen haben alles. Also wenn ich mir das alles anhöre, dann wollten die anscheinend irgendwie geschnappt werden. Also die haben es ja der Polizei nur wirklich jetzt schon leicht gemacht, oder? Also wenn ich doch jetzt irgendwelche blutgetränkten Klamotten hätte, die ich nie hatte,
dann würde ich die doch irgendwo, weiß ich nicht, vergraben, verbrennen oder was weiß ich. Da würde ich ja nicht aus dem Auto werfen oder irgendwie im Garten liegen lassen. Also Leute, ehrlich, das kann doch kein Mensch glauben, oder? Da sind also dann Polizeileute rein und rausgelatscht und haben also all die möglichen Beweise dann da vernichtet. Klar, in einem Haus von ganz bekannten Persönlichkeiten in quasi Hollywood, ne? Das ist die offizielle Geschichte, ne? Also, nochmal, du musst jetzt hier erstmal gar nichts glauben, du musst dir nur die Fakten angucken und dann deduzierst du, was davon aus Unfug ist und was nicht. Sharon hat Roman nicht erzählt, dass sie schwanger war, bis sie dann 4 Monate schwanger war. So viel zu der großen Liebe. Sagt jetzt hier, was weiß der alles nicht, das muss er alles jetzt glauben. Ne? Also offiziell ist die ermordete Unschuld vom Lande. So, zuerst war der Roman Polanski furios, also der war erbost, ja, und dann hat er sich mit der Idee angefreundet, dass sie dann doch ein Kind kriegt. Tja, and of course Roman was more Playboy than anything else. Roman war ja auch ein ziemlicher Playboy, der später mal so verurteilt worden, weil er eine Minderjährige da verführt hat und naja gut, egal. Ja, und dann haben sie direkt das erste Haus gekauft, was sie da gesehen haben. Die sind sofort da, haben sich da in das Haus verliebt, ne? Ich fand das eh schon sehr seltsam, dass der Polanski geheiratet hat, weil er eher so als Playboy und so typischer 60er-Jahre-Draufgänger bekannt war, ne? So Ferrari-Fahren und all sowas, ne? Nichts gegen Ferrari-Fahrer jetzt per se, darum geht's jetzt nicht, aber Ende der 60er und durch die ganze Welt jetten und dann irgendwie so heimeliger Ehemann, kann man sich dann schwer vorstellen bei Roman, aber gut. Hm. Polanski? Hm? Ja, Polanski ist ein Director, ja, so... He's directing movies with young women. Ja, der Polanski hat immer Filme gedreht mit ganz jungen Mädchen. Ne? Also hier auch mit Nastassja Kinski zum Beispiel. Ne, Tess. Mhm. Example Sharon Tate or for example Nastassja Kinski. Da war dann so der Nastassja Kinski so seine Muse. Mhm. Or some people say. Die übrigens auch schon nackt in einem Film gewesen ist mit Christopher Lee, bevor sie halt 16 gewesen ist. Also. Aber als Tochter von Klaus Kinski ist ja alles denkbar. Ne? So, und die Schwester von Sharon Tate, Debra, hat dann gesagt, Mensch, also wir waren noch kurz vorher da und haben uns dann die Mondlandung angeguckt. Ich dachte, ja klar, natürlich, ne, die Mondlandung, die vom Fernseher abgefilmt worden ist. Und wo dann halt der Astronaut mit dem Präsidenten in Echtzeit reden konnte. Ne? So schnell war das Licht noch nie. Das ist echt... Naja. Dann fällt auch nicht mehr auf, dass die ganzen Sachen da von der Landefähre da, dass da die Verwirbelung unter der Düse fehlt und die Aluminiumfolie, die da irgendwelche Studenten zusammengebaut haben, ne, und die nicht passenden Paneele, das fällt gar nicht mehr auf bei diesem Bild. Ne? Ich habe mir gedacht, das ist ein anderes Freimaurerritual. Das wird mal eine gute Auflösung. Ne? Also, es gab früher mal in diesen Zeitungen, gab es mir immer so Vorher-Nachher-Bilder, so am Schluss hinten irgendwo, wo man dann erraten musste und dann konnte man das sogar, die Lösung konnte man sogar einschicken oder so, konnte man was gewinnen. Also bei dem Bild hier könnte ich auch sagen, finde die Fehler, aber ich weiß nicht, ob ich damit 10 auskommen würde. Unfassbar, ne? Das haben die Leute geglaubt vor 60 Jahren. Und da glauben immer noch genug Leute, immer noch. Ne? Weil, wenn du das nicht glaubst, kriegst du im Fach Geschichte oder so eine schlechte Note. Das ist offizielles Narrativ, ne? Darfst aber hier nicht nahe rangehen, ne? Wenn du hier schon mal die Außenwirkung siehst, ne? Ne? Wenn da was schief läuft, ne? Wenn da eine Naht reißt, ne? Dann sind die dann, ja, auch wieder in der Geisterwelt, ne? Ah, wie gesagt, mit ein bisschen Goldfolie und guten Willen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich fand ja dann die Modelle der Raumkreuzer von Raumschiff Enterprise echt glaubwürdiger als das, ne? Aber das ist nur ein Bild. Gibt ja noch andere davon. Aber gut, gehen wir weiter. Es gibt auch physikalische Größen, wo man das sofort mit widerlegen kann im Übrigen. Ne? Ich verrate jetzt aber nicht. Vielleicht mache ich da mal irgendetwas drüber. Brett fragte mal seine Freunde, glaubst du wirklich die offizielle Erzählung davon? Das ist eine Studentenarbeit hier. Ne? Guck dir mal an, was da alles ist. Also da hat jemand mit dem Hammer drauf gehauen. Hallo? Nicht ernsthaft, oder? Aber dafür werden dann halt Milliarden von Steuergeldern verschwendet. Für diese Illusion. Und wenn man das dann in Frage stellt, dann kriegen die Menschen Angst, ne? Weil die dann plötzlich merken, oh Mist, ne?
wenn das gar nicht so war, ne, dann lebe ich hier völlig in der Traumwelt. Jetzt ist aber doch so, dass 1969 alles Mögliche passiert ist, von großem Eindruck. Ne, so im Alter von 11 zum Beispiel, ne, 11 würde jetzt passen, ne, Mami, Mami oder Bruder, sonst mauerst du, aber kannst du mir vielleicht mal eben einen Schraubendreher geben, dann könnte ich mal eben die ganzen Sachen hier zusammenspaxen, ne, so wie Werner, ne. So ähnlich sieht das aus, ne. Aber ich glaube, dass Brösel das viel, viel besser hinkriegen würde als die. Ja, der nicht vorhandene Krater. Tausend Sachen, die da falsch sind. Wieder mal die 11. Genau wie Sharon Tate 8,5 Monate schwanger ist, ne? Apollo ist natürlich ein römischer Gott, ne? Und das Ding heißt auch noch Adler, ne? So wie der römische Adler, diese Landefähre. Ach je. Hat nicht so viel mit dem Adler zu tun, oder? Hat der Adler aber richtig lahme Flügel, ne? Wenn man das Ding da stimmen sollte. Ich frage mich immer noch, wie die gelandet sind, ohne jetzt irgendeinen Krater da zu hinterlassen. Aber stimmt elektrisch. 650 Millionen Batterien, aber gut. Also wenn mein Leben davon abhängt, würde ich nicht in so einen Schrotthaufen steigen, aber gut. So, nochmal eben, die ermordete Unschuld hat ihn jetzt hier als Papa. So, das ist hier Papa Paul Tate. Der war natürlich wo? Natürlich im Geheimdienst. Army Intelligence, Armeegeheimdienst, ne? Ey, wieder ein Zufall, glaube ich, oder? Eieiei. Ermordete Unschuld, Jedes Mal, wenn ich irgendwo nachgucke und so weiter, plötzlich haben die Leute immer irgendeine Verbindung. Sie war also vom Militär ausgebildet. Und dann später sind sie wohin gegangen? Nach Italien. Oh, guck. In Verona. Ja, Sharon was being transferred to Vicenza High School oder so. Ja, also Verona. Sehr, sehr katholische Stadt, darf ich mal eben sagen. Ne? Die haben sie trainiert und in sie investiert. Das ist sehr nett ausgedrückt. Komme ich schon wieder, ich kriege schon die ganze Zeit wieder Déjà-vus, wenn ich das alles sehe. Also selbst in ihrer offiziellen Biografie in Wikipedia findest du das. Jetzt guckt er das Bild an. Ermordete Unschuld. Aus einem Militärjournal. Das ist ein Sattel auf eine Rakete, Leute. Sie reitet auf eine Rakete. Eine Rakete ist ein Phallus-Symbol, ist klar, oder? Sie reitet da und hat also so eine Art Top an oder sowas. Und einen Cowboy-Hut. Also das ist ihr Pferd, ist die Vereinigte Staaten Armee. Also erstmal heißt sie natürlich die Armee gut, ja, weil ihr Vater ist ja Armee-Bediensteter. Und die hat also die ganze Zeit mit der Armee zu tun. Und dann habe ich so ein Foto. Und die Frau war da, wenn ich jetzt richtig jetzt hier im Kopf habe, um die 20, 22 irgendwo. Müsste ich jetzt nachgucken, genau wie alt die da gewesen ist. Eventuell sind sie noch minderjährig. Ja, und sie reitet da jetzt auf einer Rakete und lässt sich so ablichten in einem Militärmagazin. Ja, glaubt ihr denn, dass, wenn ihr Vater dagegen wäre, dass das da so gedruckt worden wäre? Dann ist doch jetzt klar, warum, meiner Meinung nach, da eine amerikanische Flagge über der Couch liegt, oder? Guck mal, die war 17. Die war minderjährig sogar. Also musste die garantiert die Einwilligung ihrer Eltern haben, um damit so ein Bild gedruckt wurde. Oder damit die überhaupt da posieren durfte. Die ist ja noch in Dallas geboren worden. Ui. Also Sharon Tate ist also quasi ein Aushängeschild der Vereinigten Staaten Armee. Also reden wir jetzt hier erstmal von einem Armee-Mädchen. Und dafür würde ich jetzt erstmal sagen, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das unter Umständen gar keine ermordete Unschuld war, sondern dass sie irgendetwas mit dem Geheimdienst der Vereinigten Staaten zu tun hat. So, dann gucken wir uns jetzt zunächst an ihren ehemaligen Freund, dem Celebrity, also dem Starfriseur Jay Sebring, der gar nicht Jay Sebring heißt. So, der hat sich also dauernd mit ihr getroffen, obwohl die gar nicht mehr zusammen gewesen ist, damit die nicht so alleine ist. Na, wenn ich jetzt der originalen Aussagefolge von John Todd, dass sie dann schwanger gewesen ist und Roman da sauer gewesen ist, könnte ja auch sein, dass das Kind gar nicht von Roman gewesen ist. Ne? Aber sie ist ja immer so die Unschuld vom Lande. Ne?
But they won't believe us that she's into Satanism. Aber sie wollen uns glaubhaft machen, dass sie dem Satanismus verfallen ist, sodass es ein satanisches Ritual ist. Do you believe in magic? Yeah, she was portrayed here in that movie Eye of the Devil. Yeah, so once again, that's Auge des Teufels und solche ganzen Sachen und so. Ich habe mir gedacht, das war ein bisschen zu hart aufgetragen, ne, wenn das also alles zur Anwendung kommt. Ich habe gesagt, Mensch mal, ich glaube, wir sind schon wieder geframed worden. Ja. Wir haben jetzt hier wieder zu tun mit Scripted Reality, also das heißt mit einem Drehbuch. Meiner Meinung nach passt da bei diesem Fall überhaupt nichts zusammen. Weder das Motiv, weder die Begleitumstände, noch die Wunden, noch der Prozess, da stimmt eigentlich überhaupt nichts. So, das ist vom 8. auf den 9. August 1969. Im normalen kollektiven Gedächtnis, klar, Charles Manson, ne, bekloppter Kerl, Wahnsinniger, hat seine ganzen Leute instruiert, hat die unterdrückt, hat die unter Drogen gesetzt und die haben dann alles Mögliche umgebracht. 11 Morde natürlich, klar. Das ist natürlich für Menschen außerhalb meiner Serie oder überhaupt Menschen, die nicht gewohnt sind, selber ihre Schlüsse zu ziehen und stundenlang vor dem Fernseher hocken, völlig abstrus und überhaupt unglaubwürdig, das, was ich alles jetzt hier kombiniere. Aber das ist dann eben dann eure Sache. Ihr könnt ja gerne glauben, dass da ein UFO gelandet ist und die Sharon Tate dann hier da mitgenommen hat und dann die dann halt da schwanger geworden ist im UFO. Ihr könnt ja glauben, was ihr wollt. Ich glaube das nicht. Deswegen ist es dann für mich und für andere Menschen dann auch, die sich damit beschäftigen, auch genau wieder so ein Elver oder neun Elver Sharon Tate Ritual. Genau wie andere Rituale, die beispielsweise dann sehr passend am 11. September oder am 9. November, ne, Deutschland-Mauerfall, stattfinden. Ne, überleg mal, 11.9. Vereinigte Staaten, ne, das sind, wenn man jetzt den Fernsehaufnahmen glauben möchte, zwei Türme runtergekommen, ne? Weiß ich ja noch, Karte 16, ne? Sind zwei Türme runtergekommen, also ist etwas kaputt gegangen. So, und am 9.11. in Deutschland, Datum des Mauerfalls, da ist eine Mauer kaputt gegangen. Zwischen West und Ost. Ja. Gut, diese Sharon Tate-Geschichte ist jetzt hier 8. bis 9. August 1969 passiert, also erstmal jetzt mit dem 9-11 erstmal nichts zu tun. Aber wir werden das jetzt Stück für Stück machen. Ich zeige euch ja nur, wie mein Lösungsweg war. Ich mir gedacht, Moment, 9-11 haben wir doch in dem Ritual. Ne? Da haben wir einen 9-11er, der da in der Szene stand und der gefahren wurde durch, na, Jay Sebring. Der ist ja mit aufgehängt worden. Mr. Jay Sebring was driving and that car was in that area of Cielo Drive. Siehst du sogar auf den Bildern. On the official pictures of that estate. Was that Porsche parking, yeah? So, noch ein Hinweis. 911 hat natürlich, haben wir eben vorgelesen, ja, mit dem Engel des Abgrunds zu tun. Deswegen ist 911 natürlich auch direkt die Anmeldung oder die Anmerkung für Satan. Den Engel des Abgrunds, einer der Gründe, warum der Notruf in den Vereinigten Staaten 911 ist. Und das bekannteste Modell der Firma Porsche dann genauso. Porsche übrigens, ohne jetzt irgendetwas zu wollen. Ich fand die Autos früher auch mal gut. Früher, als ich noch jung war und von den ganzen Sachen nichts kannte. Porsche hat seinen ganzen Ruhm durch das Dritte Reich eigentlich dann so erhascht. Ne? War dann direkt dem österreichischen Diktator da unterstellt. Ne? Und also da muss man sich nicht über viele Dinge eben nicht wundern. Geht auch weiter jetzt. Und ich sag das ja so, wie es ist. Ihr könnt es ja gerne gucken. Der Herr Ferdinand Porsche hat den Käfer so nicht erfunden. Das war jemand anders. Ja, also da wird es ganz, ganz, wenn es sich um viel Geld geht, da laufen ganz andere Dinge ab. Geht aber weiter jetzt erstmal hier. Ja, I know you think that's far-fetched. That's because you are. Ihr glaubt natürlich alles, das ist wieder so Spinnerei von mir und das ist alles weit hergeholt. Ja, dann guckt euch das erstmal an. Überlegt doch mal, wir sprechen jetzt hier von diesen Eheleuten. Da reden wir jetzt hier über zwei Schauspieler. Und wir reden hier über jemanden rechts, der Roman Polanski, der zwar da abwesend gewesen ist, aber der nicht nur Schauspieler ist, sondern der Direkteur ist, also Direktor ist. Ah, habe ich mir gedacht, guck mal, interessant. Das ist aus dem Film The Fearless Vampire Hunters. Der deutsche Titel davon ist Tanz der Vampire. Well, as I do, Michael, and I
Und meine Hypothese ist dann, dass alle Morde eben religiöse Morde sind. Wäre auch dann logisch, weil in Johannes 8,44 dann ja auch gesagt wird, dass Satan der Menschenmörder von Anfang an war. Also Morde bedingen automatisch einen satanischen Geist. Man muss ja die Absicht haben, jemand anderen zu schaden. So, wir reden jetzt hier über einen Regisseur und eine Schauspielerin. Wir reden jetzt hier über Leute, die gewohnt sind, sich vor der Kamera zu verstellen. Alle Schauspieler sind Lügner im biblischen Sinne, weil sie gegen eins der 10 Gebote verstoßen, nämlich du sollst kein falsches Zeugnis gegenüber deinem Nächsten abgeben. Und jeder als Schauspieler tut so, als ob er jemand anders wäre, in der Regel. Und sie haben sich ja auch angeblich da kennengelernt. So, und ich meine eben, dass auch diese alle ganzen Sachen, die da draußen laufen, die ganzen Rituale und alles, die dienen einer Agenda. Wir wissen ja, dass der Geist des Antichristen ja schon in der Welt ist. Und ich habe mir mal angeguckt, was Agenda heißt. Das heißt Angelegenheiten der Praxis im theologischen Sinne. Dinge, die es zu glauben gilt. Guck mal. Glaubensangelegenheiten. Erst im 19. Jahrhundert hat das mit Geschäften zu tun. Vorher war das religiöse. Religiöse Dinge, die es zu glauben gilt. Also das heißt, es sind Doktrinen, ne? Die musst du glauben. Ja, so wie so ein Dogma, ne? Eine Ansicht, eine Meinung, die sich quasi durchgesetzt hat, ne? Wir wissen ja, dass wir in einer Welt der Lügen leben. Ja, was passiert denn jetzt hier in dem Sharon Tate-Fall? Es hat ja irgendetwas mit Freimaurerei anscheinend zu tun. Es passiert 1969, das ist sehr interessant. Freemasonry, Freimaurerei, die benutzt ja auch verschiedene Symbole. Und Dinge haben auch in der Regel einen anderen Hintergrund als das, was die Welt uns erzählt, von wegen der 4. Juli, so der besondere Feiertag in den Vereinigten Staaten da. Ist aber der einzige Tag, wo die Sonne und der Oriongürtel dann eben zusammen aufgehen. Also es hat ganz andere Gründe, warum gewisse Daten genommen werden, als das, was die Menschen erzählt bekommen. Ne? Unabhängigkeitstag, Vereinigte Staaten, ne? 4. Juli. Zufälligerweise natürlich der Tag, wo die Sonne, ne? Sonnenreligion und Orion hat etwas mit der Freimaurerei zu tun, hat ja auch damit zu tun mit der Ausrichtung der Pyramiden dann in Ägypten, wo die dann zusammen aufgehen. Das ist natürlich alles nur ein Zufall. Nochmal die Geschichte mit Kennedy ist auch ein hintergeschaltetes Freimaurer-Ritual. Ja, es ist halt der Geist des Antichristen. Ne? London, finanzielles Zentrum, Vatikan, religiöses Zentrum, Washington, militäres Zentrum. Vatican Obelisk, was hat denn da jetzt ein ägyptischer Obelisk auf dem Petersplatz zu tun? In der christlichen Bibel, in der wirklichen Bibel, King James Bibel zum Beispiel, oder halt den Textus Receptus, da steht halt ganz normal drin, dass du gar keine Säulen aufrichten darfst. Und zum Zweiten steht da auch drin, dass im ersten Gebot du sollst keine anderen Götter haben als neben mir. So, und jetzt habt ihr hier ein Symbol eines ägyptischen Gottes Osiris. Ich weiß nicht, die Leute, die hier sind, die da drinnen sind, die schon, aber die Gläubigen, in Anführungsstrichen, die hier rumlaufen, die lesen die Bibel nicht. Und die kennen sich damit nicht aus. Das ist unfassbar, aber gut. Uns können diese Menschen wirklich nur leid tun. Ja, die dann auf uns niederzeigen und uns bespucken als Spinner. Ja, das sind aber genau die Menschen, die überhaupt jetzt einfach völlig oberflächlich sind und einfach sich nur von dem Prunk und blenden lassen. Ne? Alles nur blenden lassen. Wenn du also wirklich dich dahinter klemmst und ganz viel Zeit aufwachst, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann sieht man halt die ganzen Sachen. Aber das ist in meinem Fall ja auch Jahre, Jahrzehnte, dass ich mich mit den ganzen Sachen jetzt schon beschäftigt habe. Wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendjemand, der gerade heranwächst, das alles in der Gänze begreifen kann. Was da läuft, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da noch nie mit konfrontiert worden ist. Deswegen würde ich jetzt jedem, der Englisch kann, dieses Buch empfehlen. Das kriegt er auch umsonst im Internet. Das heißt, seltsame Szenen inside des Canyons, Laurel Canyon, verdeckte Operationen und das dunkle Herz des Hippie-Traums von Dave McGowan, der auch ein super Buch geschrieben hat oder eine super Abhandlung geschrieben hat über die angebliche Mondlandung. Ich habe jetzt dieses Buch in verschiedene Kapitel seziert.
und habe in jedem Kapitel habe ich das automatisch aus dem PDF vorlesen lassen mit der Computerstimme. Das habe ich schon im Sommer gemacht. Und ich habe diese ganzen Videos auf meinem Zweitkanal schon fertig stehen seit einem halben Jahr. Und die werden jetzt, wo diese Sendung rauskommt, in Englisch veröffentlicht. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich das nur in Englisch machen kann, weil ansonsten werde ich hier irre. Ich habe da nicht die Zeit für. Alleine schon diese Sache jetzt in Deutsch zu machen, das kostet mich, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen Arbeit. Also das geht nicht. Ja? Aber ihr könnt euch dieses Buch runterladen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr mal sehen, wie viel da noch überbleibt von den ganzen Helden, die da drinnen stehen. Da bleibt mich nicht mehr viel davon über. Das ist alles eine geplante Aktion gewesen, um die Leute dann halt wieder an diesen Hippie-Traum dazu führen. Also das sind alles Agenten, die da laufen. That's very sad. But because he was a really clever mind. He was a clever guy. And he was a clever guy. Ja, der Autor hier hat auch nicht lange gelebt, leider, Dave McGowan. Oh, der hat richtig tolle Bücher geschrieben, kann man nur sagen. Als ich mir dann angeguckt habe, ich denke, Moment mal, wenn der Vater von Sheldon Tate Geheimdienst-Mitarbeiter ist bei der Armee, das ist ja interessant. Das war ja bei Jim Morrison von den Doors, war ja genauso. Sein Vater war Kommandant des Patrouillenbootes da im Golf von Tonkin, das ja angeblich den Anfang des Vietnamkriegs da eingeläutet hat. Ich habe mir gedacht, das ist aber ein ganz seltsamer Zufall jetzt. Schon seltsam, das passiert dann alles nur in dem Laurel Canyon, da bei Los Angeles, ne? Sharon Tate war die Tochter von Lieutenant Colonel Paul Tate, einem amerikanischen Geheimdienstoffizier. Das sind alles so Dinge, das hat mit ermordeter Unschuld, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. Ich habe mir gedacht, das ist ja alles ein Riesenklicke da, ne? Guck mal, geht immer so weiter, ne? Frank Sinatra, auch Verbindung zur Mafia und natürlich zu anderen Größen, war auch ein Kunde des Friseurs Jay Siebel, genau wie Henry Fonda, der zu einer Zeit ganz seltsamerweise auch gelebt hat in dem Gasthaus in 10050 Cielo Drive. Interessant. Ron Beatty. Ja, alles. Alles ganz große Hollywood-Stars. Ne? Die treffen sich alle dann da. Ich mir gedacht, das war echt hier. Da muss man doch mal ein bisschen größer aufziehen alles. Ne? Da muss man mal gucken, was spricht denn wofür. Ich habe mir auch gedacht, das war komisch da. Wenn das amerikanische Militär da schon umsonst LSD verteilt bei Grateful Dead-Konzerten und so. Ich habe mir gedacht, Mensch, also ist ja unfassbar. Ne? Wenn man jetzt heutzutage in 2020, 2021, 2020 da irgendwelche großen Experimente macht, weltweit mit irgendwelchen Dingen an Menschen, die sich freiwillig als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen. Sie hatten eine komplette eigenständige Kultur oder jetzt abgeschottete Geschichte da in Laurel Canyon gehabt, mit eigenen Einkaufsmeilen und so weiter. Das Die Mörderin Susan Atkins war ja vorher bei dem Anton Zander LaVey, der ja gar nicht so heißt, der diese Kirche Satans gegründet hat, meiner Meinung nach als Ablenkungsorganisation, damit auch niemand weiß, wer die wirkliche Kirche Satans ist, die in Rom sitzt. Und er hat gesagt, das TV-Gerät oder der satanische Familienaltar ist immer weiter ausgebreitet gewesen seit den frühen 50ern, von den ganzen kleinen Bildschirmen zu großen Entertainment-Centers, die also ganze Wände bekleiden mit vielen einzelnen TV-Monitoren, als was ein unschuldiger Start und Erholung gestartet hat von der Mühsal des Lebens sozusagen, ja, ist in sich selbst eine Ersatz geworden für das wahre Leben von Millionen, eine Hauptreligion der Masse. Ja, also TV ist eine Religion. Die Leute glauben das, was denen da auf dem Bildschirm erzählt wird und präsentiert wird. Die sind so programmiert, dass die wissen, um 20 Uhr, da sehe ich die Wahrheit, da kommt die Tagesschau. Und um 20.15 Uhr, da kommt die Fiktion, da kommt der Tatort. Stell dir mal vor, die würden die ganzen Zeitpunkte da mal vertauschen. Hätten aber viele Menschen ein Problem, ne? Stell dir mal vor, in der Tagesschau würde jetzt ein Tatort laufen, nur ein Ausschnitt aus dem Tatort mit einem Mord. Dann würden Leute glauben, das ist real, weil das die Tagesschau ist. Ja, ist so. Würde ich blind drauf wetten, wenn ich wetten dürfte. Wenn ihr hier in dem Format, wenn hier eine Meldung kommt, dass einer von uns das und das getan hätte, werden das Millionen von Menschen glauben und ihr seid sofort erledigt. Die Menschen glauben das, weil die das für die Wahrheit halten.
Die sind die Verkünder der Wahrheit hier. Die haben aber auch damals gesagt, dass also der Irak Massenvernichtungswaffen hat, Herr. Ne? Sind nicht die Verkünder der Wahrheit. Das ist eine Programmierung. Da muss man sich erstmal klar werden drüber. So, und ausgerechnet jetzt eine der Mörderinnen, die war vorher in der Kirche Satans hier, ne? Vom Schauspieler Howard LaVey, glaube ich, hieß er, Anton Sandor LaVey hat er sich dann später genannt, ist jetzt auch relativ egal. In that fateful night to death, and she said, I had no feelings of it. He said, und da muss ich jetzt dran glauben, ne, dass das jetzt stimmt. Ja, das ist eben die Religion der Masse und deswegen ist es natürlich klar, das sind die Massen, die auf dem breiten Weg in die Verdammnis sind, laut dem Matthäus-Evangelium. Und deswegen heißt natürlich dann auch diese Flaniermeile in New York Broadway, ne, der breite Weg. Das ist halt die Ersatzreligion für die Leute, die an diese Zauberwelt, diese Traumwelt der Reichen und Schönen und so weiter glauben. Das ist der breite Weg in die Verdammnis, laut dem Matthäus-Evangelium. Und deswegen heißt der breite Weg, Broadway. Ist doch ganz einfach. Muss man nur die Bibel lesen. Ja, hier steht es, Matthäus 7,13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Da ist der breite Weg. So heißt er, Broadway. Mit Hexerei, Wicked. Mit Phantomen. Mit allem möglichen Unsinn. Nur damit die Leute ihre ganze Lebenszeit bloß nicht die richtigen Bücher und bloß nicht die Bibel lesen. Das ist der einzige Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und dafür werden diese ganzen Lügner, die jetzt hier diese Sterne, diese gefallenen Engel an dieser Welt werden, die kriegen dann ihren Star auf dem Walk of Fame und ganz viel Geld. Die werden belohnt natürlich, ne? Ja, logisch. Wir können nur von Glück reden, dass wir nur 60 bis 90 Jahre alt werden im Schnitt und das nicht, dass das jetzt hier ein paar hundert Jahre dauert, weil das ist nicht das richtige Leben hier, das ist nicht das wahre Leben. Und die meisten Menschen haben sich damit arrangiert, weil sie so aufwachsen mit Ritualen und dem, was ihre Eltern denen erzählen von dem Osterhasen, vom Weihnachtsmann, vom Nikolaus. Das von Rom, von den Amerikanern als den Guten und tausend anderen Blödsinn. Ja, von irgendwelchen Krankheiten, von irgendwelchen Mondlandungen und all sowas. Die Leute werden den ganzen Tag nur abgefüttert mit irgendwelchen Illusionen. Ermordete Unschuld, Sharon Tate. Zum Glück kein Apfel, ne, sondern eine Birne. Hab diesen Artikel hier gefunden. Für mich ist sie ein Armeeprojekt. Ich sage auch genau warum. Das hat unter anderem mit dem Artikel hier zu tun. Das ist aus dem Esquire. Ein Beginnerbuch für Mao Zedong. Wir wissen doch aus der Folge, was ist denn los in China, dass Mao Zedong Jesuit gewesen ist und ein Plakat von ihm im Vatikan hängt, ne? Und sie hat damit zu tun, wo sie jetzt hier mit einem nassen T-Shirt, was ganz viel freilegt, dann halt hier posiert und mit Pfeil und Bogen, also mit einem als Bogenschütze. Ein Anfängerlehrgang für Mao Zedong mit Sharon Tate 1967. Also macht sie hier schon Werbung 1967 für den Jesuiten Mao Zedong. Sie ist nicht ermordete Unschuld. Sie ist nicht ermordete Unschuld. Jeder erzählt ja, sie ist ermordet worden bei dem Kultführer Charles Manson. Da ist sogar das Datum falsch. So, guck hier, da stand gerade der marxist-leninistische Theorie und so weiter mit der Praxis der chinesischen Revolution. Also, wir haben hier Marx, Freimaurer, Jesuit, Lenin und so weiter, Freimaurer, Mao Zedong, Jesuit und so weiter. Wir haben hier nur damit zu tun, dass die Sharon Tate benutzt wird als Vehikel, damit die davon ablenkt und hier Werbung macht, ja wirklich Werbung macht, für die amerikanische Armee oder für die amerikanische Agenda, drücken wir es mal so aus. Ja, die meisten gucken ja so auf die Frau und lesen gar nicht den Text, ne? Ah, bla bla bla, ja, so, that is just here a political puppet. Das ist hier eine politische Puppe, die da einen Stern auf der Brust hat, ne? Das ist nämlich der vietnamesische Stern, der sieht, ja, was ein Zufall, genauso aus wie der amerikanische oder der vom Commonwealth of Nations oder der aus China oder der von der Europäischen Union. Alles dieselben, ne? Dann weißt du aber auch schon, was diese Flagge aussagt, ne? Ein Pentagramm Satans, getränkt mit Blut, ja, rot.
Ist doch ganz easy, oder? Ist doch nicht schwer. Bringt uns natürlich die Schule nicht bei, klar. Geht sich also quasi hintenrum über Propaganda für Vietnam. So, und dann haben wir ja schon rausgefunden, warum wir da hingegangen sind. Da gibt es ein Buch vom Kreuzritter, oder Knight of Malta, Vietnam, Why Did We Go? Dass es ein religiöser Konflikt gewesen ist, ne? Ganz einfach, ganz easy. Warum sind wir denn gegangen? Die schockierende Story oder die schockierende Geschichte der Rolle der katholischen Kirche, als sie eben den Vietnamkrieg vom Zaune gebrochen hat. Und da hast du dann direkt wen dabei? Kardinal Spellman, Spellys War, Spellys Krieg. Gucken wir mal, ob wir ein schönes Bild kriegen von ihm in Militäruniform. Habe ich irgendwo gesehen. Naja, ist egal, wo du ihn siehst. Ne? Er hat immer etwas mit Krieg zu tun. Spellys War, wo er dann nach Vietnam fliegt und alles und die Leute da, die Soldaten da segnet und so. Mhm. Spellman war ein ausgesprochener Befürworter des Vietnamkriegs, sodass der Konflikt als Spellys Krieg und der Kardinal als Bob Hope des Klerus bekannt wurde. Deswegen warte er erstmal auf den Herrn Kennedy, als der nicht in Vietnam da großartig was machen wollte, erstmal war er da nicht gut drauf zu sprechen. Auch 1963 sind eben einige Menschen ermordet und gestürzt worden. Ja, gut, geht weiter. Also hat dann dieser Laurel Canyon-Geschichte irgendetwas zu tun mit dem Vietnamkrieg? Denn wenn ich sehe, dass die CIA in diesem Laurel Canyon, wo ja dieser Mord stattgefunden hat, da, wo ganz viele Künstler gewohnt haben, und was mit dem Charles Manson zu tun hat, irgendetwas mit dem Vietnamkrieg zu tun. Denn 1969, als dieses da passiert ist, da war ja der Vietnamkrieg am Toben. Hat das irgendwas zu tun mit dem Anti-War-Movement, also mit der Antikriegsbewegung, oder heute würde man sagen Friedensbewegung? Es hat ja ganz klar mit Vietnam zu tun. Und Vietnam hat nun mal ganz klar mit der katholischen Kirche zu tun, zumindest klar für mich. Das ist ein religiöser Krieg gegen die Buddhisten da und für die Einsetzung eines katholisch genehmigten Regimes. Da geht es einfach um die Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche in einem asiatischen Land. Das war ein religiöser Krieg, da haben sich sogar buddhistische Mönche da auf der Straße verbrannt. Naja. Haben wir ja eine Sitzung drüber gemacht in Deutsch und in Englisch. So, also können wir das vielleicht in dem Kontext hier mal sehen, wo Menschen, die gar nicht wissen, was dieses Symbol im Hintergrund hier mit dem Obelisken bedeutet, das ist nicht das Washington Monument, das ist jetzt hier der, ja, das beste Stück, der das männliche Geschlechtsteil von Osiris und damit ein Freimaurerdenkmal, wenn man so will. Das steht ja überall, haben wir ja festgestellt, in London, in Washington und auch in Rom. Auf dem Petersplatz. Und die protestieren jetzt hier und sagen, einer sagt von denen, also erstmal haben die falschen Symbole, weil das ist erstmal ein gebrochenes Kreuz, hat erst mehr, kommt aus einer ganzen Ecke, auch mit aus Physik und hat also jetzt erstmal hier mit Frieden gar nichts zu tun. Aber es wird hier wieder falsch benutzt, das heißt, die Leute kriegen auch die falschen Symbole geliefert. Symbole sind so nicht erlaubt für Christen, aber ja, da sagt jetzt einer hier, mein Sohn wurde umgebracht in Vietnam und wofür? Und dann Amerika mit dem Pentagramm. Ich meine, da hast du direkt die Antwort, oder? Du hast da direkt die Antwort hier. Also ich meine, ich weiß manchmal nicht, ob das, ob wie viele bezahlte Schauspieler jetzt hier wieder drunter sind, ne? Man muss ja einfach mal den großen Zusammenhang sehen. Es passiert ja nichts zufällig. Du musst einfach begreifen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einfach nur die Militärmacht des Vatikans ist. Der Vatikan braucht keine Streitkräfte. Der hat als kleiner Schutz für den Papst sozusagen, hat er die Schweizer Leibgarde, Schweiz, klar, Tempelritterland. Und für die großen Sachen, für das schmutzige Geschäft, haben die leider die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, wofür ist der denn gestorben, der Sohn? Ja klar, weil er wieder ein Opfer ist für Satan, aber ein ganz offizielles Opfer, der dann eingezogen worden ist von der amerikanischen Armee und der dann halt einfach da zu Deutsch gefallen ist in Vietnam. Ja, für sein Vaterland, hallo? So ein Wahnsinn.
Levitikus, drittes Buch Mose, Kapitel 26. Ihr sollt keine Götzen machen, ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten, auch kein Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wofür sind die Menschen umgekommen im Vietnamkrieg? Hat ein Riesentrauma über das Land gebracht. Warum? Weil sie nicht realisieren, dass eben das antichristliche System durch den Obelisken repräsentiert wird, und zwar in Washington, London und im Vatikan. So, also von wegen jetzt hier ermordete Unschuld, ne? Also ich meine, wie viel unschuldiger, da kenne ich aber andere Mädchen und Frauen, die viel unschuldiger sind als sie, ne? Also Leute, es ist, das sind dann mal typische Dinge, die dann halt einfach so Dokumentationen gemacht werden, vielleicht von verliebten Männern oder so, die sagen, ach, das war mein Idol von früher. Leute, das ist alles, ich habe keine Lust, mich da weiter veräppeln zu lassen von diesen ganzen Sachen. Für mich sind die ganzen Sachen eigentlich klar. Und dann ist sie noch im Playboy aufgetreten. Ich meine, Leute, was muss ich ja noch wissen? Ermordete Unschuld, hallo? Ja, sie posiert für den Staat, für die Regierung. Das hat sie da mit dem Ritt auf der Rakete gemacht, was schon sexuell genug ist, 1960 als 17-Jährige, und macht es dann ein paar Jahre später dann schon wieder für den Vietnamkrieg. Also ist sie doch, ich habe sie jetzt mal genannt in Englisch, ein Army Asset. Ja, also sie ist Besitz der Vereinigten Staaten Armee. Ja, sie ist ein Teil der amerikanischen Armee. Psychologischer Krieg. Guck mal hier. Hey, ich bin eine heiße Frau und guck mal hier. Ist alles völlig okay, was du da machst, ne? Und dann hat sie noch in einem Magazin dann da abgelichtet gewesen, wo da auch noch über Mao Zedong und Lenin alle gesprochen wird. Alles über Jesuiten. Ich meine, dann ist die Geschichte doch jetzt schon klar. Ja klar, jeder guckt natürlich auf den Stern, ne? Mhm. Guck dir das an, also hier die ermordete Unschuld, wieder mit einem Stern da, ne? Guck dir das an, ne? Guck, das ist der Artikel jetzt hier. Die ist ja bereit zu töten. Ich meine, die macht jetzt hier Werbung für die Armee und die macht jetzt hier Werbung für, ja, Schusswaffen. Also ich meine, simpel, oder? Sie ist wohl nicht von der Friedensbewegung, so wie es aussieht. Sie ist also trainiert worden, ausgebildet worden in Armeeschulen. Ermordete Unschuld, hallo? Und was ein Zufall, dass gerade sie das Opfer war. Ja, sie ist ein Role Model, sie ist also da ein Vorbild, ja, für die Hure Babylons, also für abgefallene Frauen. Also eigentlich ist es ja eine abgefallene Kirche in der Buch der Offenbarung, aber sie ist ein Vorzeigepüppchen für Frauen, die halt alles mit dem Einsatz ihres Körpers halt alles erreichen können. Ja, aber das ist völlig unchristlich, was sie da die ganze Zeit macht, ne? Und deswegen ist das meiner Meinung nach auch wieder so ein Ritual, wo etwas ganz anderes dahinter steckt, ne? Sie war die Tochter vom Colonel Paul Tate, der dann eben auch in San Francisco, ach, da erinnert mich dran, da gibt es ja so Leute, die sind da geboren in San Francisco, wer war es denn noch, die da gearbeitet haben, ne? Auch jetzt da in der Armee in San Francisco, ne? San Francisco. Ja, interessant, ne? St. Francis, ne? Heiliger Franziskus, ne? San Francisco, ja. Ein Presidio und so weiter ist ein früherer Posten der amerikanischen Armee und Teil des Golden Gate National Erholungsareals, ja? Das ist sehr interessant. Jetzt haben wir schon wieder alle Verdächtigen zusammen. Aber du wirst in dieser Welt nichts anderes finden als Lüge und Satanismus. San Francisco ist ja klar, dass es auch ein chinesischer Hotspot sozusagen ist, wo viele Chinesen dann leben, weil es natürlich eine Hafenstadt ist und jetzt am noch relativ am bequemsten zu erreichen ist von China aus. Da ist eben die Westküste der Vereinigten Staaten viel leichter zu erreichen als die Ostküste. Ne? Und da hat man also auch Sachen unterzeichnet, beispielsweise der Roosevelt als Freimaurer hat also auch in San Francisco da auch Befehle unterschrieben und alles. Du kommst nicht in eine hohe Position, ohne Mitglied eines gewissen Ordens zu sein. Also 1969, wo ihr Vater da noch im Dienst stand und so weiter, da war er garantiert auch noch aktiver Geheimdienstmitarbeiter zum Zeitpunkt dieses Rituales in 1969. Sie und der Herr Polanski waren Freunde von Peter Sellers. Peter Sellers, auch stramm an der Linie. Peter Sellers hat die Hauptrolle gespielt in A Shot in the Dark.
und hat auch noch den Commander of the British Empire, CBE, denselben Rang wie unser fiktionaler James Bond. 1967 ist sie im Playboy dann halt da aufgetreten. Playboy ist dann auch nur aus Menschen halt so willenlose Häschen dann zu machen, ne? Und hier hat auch Playboy interessanterweise diesen Monarch Butterfly eben genau diesen Anspielung, dass man jetzt da willenlose Püppchen sozusagen da programmiert, ne? Ist natürlich auch klar, man das große Geld und die große Karriere winkt für junge, hübsche Frauen, ne? Ich meine, so there must be somebody who's directing them, because they're only playboys. I thought they were playmen, but interesting, they are playboys. Ja, auch interessant, dass es Playboy heißt und nicht Playman, ne? Also eigentlich Playboy, na ja, gut. Ist ein ewig junge Mensch, ne? So, und genau wie jetzt hier in London, die Swing-in-London-Szene gewesen ist mit Beatles und den ganzen anderen Gruppen und Pink Floyd, wie sie alle heißen da, gab es diese ganze Szene jetzt auch in den Vereinigten Staaten, in Laurel Canyon, mit dem Gegenentwurf sozusagen, wenn man so will, für die Amerikaner, also hier mit Beach Boys und den Birds und ach, was weiß ich alles, Grateful Dead. Happy Easter, ne? Damit haben wir natürlich genau Ostern, was ein heidnisches Fest ist, ne? Was er eigentlich wissen sollte. Das ist ein heidnisches Fest. Ja, ist ja ganz klar, das kann gar nicht der Todeszeitpunkt von Jesus Christus sein. Dieser Zeitpunkt ändert sich ja jedes Jahr nach dem Mondkalender. Also sie bringt dich jetzt hier mit dieser Anzeige, bringt sie dich jetzt auch noch in ein heidnisches Bezugssystem, ne, mit Frohe Ostern. So, sieht also jetzt im Augenblick so aus, als wenn sie einfach nur so ein programmiertes Hüpfmädchen da ist, so ein Bunny-Häschen. Sharon übrigens heißt die Rose des Tales, so wie Rosenthal, ne? Wir kennen den Dalli-Dalli, ne? Hänschen Rosenthal. Das ist eine der Rosenkreuzer-Familien, die eben da noch Hollywood kontrollieren. Rose of Sharon gibt es auch in der Bibel. Das gibt's. Ich bin die Rose von Sharon und die Lilly von den Tälern. Ja, so, also Sharon hat also auch eine biblische Entsprechung. Ich gehe da jetzt aber noch nicht rein. Ich glaube, später bin ich nochmal dran hängen geblieben, aber jetzt nicht. Ja, aber was wir halt glauben sollen, ist, dass Sharon Tate ermordet wurde durch einen satanischen Antichristen Charles Manson. Ne, kurz nach der Mondlandung. Und sie war dann auch noch 8,5 Monate schwanger. Gut. Kann jeder glauben, was er möchte. Das ist die ermordete Unschuld. Hat irgendetwas mit Mammon zu tun, oder? Also dieses Auto Rolls-Royce. Hat mich da irgendwie an Bruce Lee erinnert, ne? Ja, zumindest hat sie den weißen. Aber da gibt es noch mehr Sachen, ach je. Ja, aber nochmal, wir reden jetzt die ganze Zeit irgendwie über Schauspieler. Auch diese Susan Atkins hat da für die Church of Satan gearbeitet und hat sich dann da ablichten lassen. Du kannst davon ausgehen, dass dass wir da jetzt mit Leuten zu tun haben, die sich gut verstellen können. Das heißt, der Hintergrund dieser Manson-Morde oder dieses Sharon Tate-Rituals ist ein ganz, ganz anderer. Entschuldige, wenn ich dauernd im Englischen hängen bleibe, ich höre die ganze Zeit Englisch und ich habe das alles in Englisch gemacht und die ganzen Recherchierungen hier sind alle in Englisch. Deswegen, also es ist für mich unglaublich mühsam, das in Deutsch zu machen, weil ich habe die ganzen Namen und die ganzen Sachen alle in Englisch im Kopf, also. Ja, wir werden uns damit beschäftigen und das wird interessant werden. Lustig jetzt nicht, aber interessant werden. Hoffe ich. Aber das war jetzt nur die Einleitung. Die nächste Sitzung, da graut mir das schon ein bisschen vor, weil die ist in Englisch schon 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich da 4 Stunden in Deutsch mehr brauche, wenn ich noch die ganzen Begriffe raussuchen muss. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Eventuell kommt also die nächste Sendung in einer Doppelfolge, 2x2 Stunden oder so. Ich weiß es noch nicht. Uff, jetzt bin ich erstmal froh, dass wir die jetzt schon wieder hier abgefrühstückt haben und ich werde sie jetzt nachher schneiden. Mehr geht aber echt nicht. Die englischen Fassungen werden immer ein bisschen ausführlicher sein, aber mehr kann ich echt nicht anbieten. Es kostet hier schon so eine Session dann zu besprechen, kostet schon fast 3 Stunden an Nachgucken und so weiter.
und nochmal ungefähr 3 bis 4 Stunden zum Schneiden. Also ich sitze an jeder Folge so rund 7 bis 8 Stunden alleine schon dran. Mehr geht einfach nicht. Ja? Es wäre so schön, wenn ihr alle Englisch könntet, dann würdet ihr auch viel mehr Quellen haben, wo man das alles lesen könnte und dann. Gut, aber egal, ob ihr jetzt Deutsch oder Englisch sprecht oder irgendwas anderes, viel wichtiger für mich ist jetzt hier, dass jeder vielleicht mal selber auf die Reise geht und sich dann selber mal Sachen anguckt und die da mal vergleicht. Es wird in der Zukunft nämlich viel, viel schwieriger werden mit sogenannter künstlicher Intelligenz, die dich dann immer auf den falschen Weg führt und dich dann bevormunden will. Also die Problematik sehe ich dann nach und wir können also nur unsere alten Bücher in Ehren halten, solange die noch erlaubt sind, weil irgendwann werden die wahrscheinlich dann auch entsorgt werden, weil die dann irgendwelches fiese Gedanken dann beinhalten, oder wie auch immer. Also ich bedanke mich jetzt erstmal für die Geduld mit mir, mein Gestammele, und dann hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal dann wiedersehen zu der nächsten Folge, wo es dann wirklich in die Hintergründe meiner Meinung nach geht von diesem Fall von Sharon Tate. Ja, es ist alles ein riesen Frame, der da aufgezogen wird, und dahinter steckt meiner Meinung nach Minimum die amerikanische Armee, und wer die befehligt, sollte uns in Zwischenzeit ja auch klar sein. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche allen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal.